Bei der Hitze, ihr könnt ganz schön übertreiben. Aber ich muss jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, Kinder, heute Abend wieder eine Stimmung wie bei Kascha und den Graffeltischen, nicht? Das ist nicht so, ehrlich, wart ihr da mal, das ist auch immer so ein Klima, ich muss das ganz ehrlich sagen. Also, man sagt ja in der heutigen Zeit immer, also wenn das so schön ist wie heute Abend, es fetzt. Also, das Deodorant der Kellnerin hat längst versagt, weißt du? Schwitzflecke groß wie Suppentassen, also und es geht also richtig schön ab und einige nehmen zum Applaudieren beide Hände und das ist wichtig heute Abend, Kinder. Immer schön ranklotzen. Ich persönlich bin so ein bisschen flatterig heute Abend, ein bisschen nervös. Also ihr merkt das, ja, mein Hasch ist alle, weißt du. Ich fühle mich also wie eine Eintagsfliege, so kurz vor Sonnenuntergang. Ihr kennt das Gefühl, also es ist, ich habe auch viel Ärger heute schon wieder gehabt. Ich habe zu Hause einen Gerichtstermin, eine Steuererklärung, einen Wechsel, eine Sekretärin, alle sind überfällig, weißt du. Ich hab viel neulich Ärger mit der Polizei gehabt. Ich hab auf der Autobahn so einen Geisterfahrer überholt, weißt du. Also ich hab ich bin so ein richtiger Pechvogel. Also wenn beim Rennen zwei starten, dann werde ich Dritter. Also ehrlich. Ja, so, ich muss mich langsam an euch rantasten und schön heute Abend. Ich habe das also schon mal gesagt, es ist also so schön. Wir haben ja auch Gäste heute Abend und das kann ich nochmal erwähnen. Wir haben Gäste sogar aus den USA. Aus dem unteren süddeutschen Abschnitt, also die... Ich hab vorhin noch einen vorne getroffen, der kommt jedes Jahr, kommt der zur Schallplattenaufnahme, ein richtiger Fan und der war von da unten, ich auf ihn drauf los, nicht, und sagt, grüß Gott, sagt er, so weit wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Und das war ein richtiger... Also, und der hängt da vorne, ihr kennt das bei dem Wetter, man muss ja, und der hängt da rum wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, ihr kennt das, also vorne, also so ein, also ein toller Typ eigentlich, hübsche Farbe, starker Geruch, große Persönlichkeit, mieser Charakter, also ein richtiger, wie sagt man, so ein akademischer Schlafzahn. Man sagt ja heute, ihm fehlt der Drive im Arsch. Könnt ihr vorstellen, also ein, ja. Was also, und der, also er saß, er lümmelte sich da rum, hatte sie die Gefäße voll machen lassen, so zwei doppelte Vierfache, weißt du, und so diesen Apollinaris, ein 76er Apollinaris Spätlese, Bahndamm Südseite, also ein wahnsinniges Getränk, und der Typ, er war ja voll bis zum Eichel, der kann schlucken. Das sieht man schon, wenn man den sieht, der hat einen Mund wie so ein altdeutscher Wohnzimmerschrank, also nicht so antik, aber so geräumig, weißt du, und, also ehrlich, und der, ja. Also ihr glaubt es gar nicht. Also er sagt ja immer, lieber ein Stadtbekannter trinken als anonymer Alkoholiker, nicht? Und der ist ehrlich, der hat immer diese Sprüche drauf. Ich sag, was machst du eigentlich für ein bedeppertes Gesicht? Was ist los? Och, sagt er, hör doch auf, du, das haut doch dem Fass das Ei aus der Krone, weißt du? Es ist so schlimm. Ich sag, was ist los? Wo kneift die Hose? Och, sagt er, heute war Sperrmüll, ich hab vergessen, meine Frau rauszustellen. Ehrlich, Kinder. Und seine Frau, die war ja früher mal so sexy, nach der pfiff sogar der Wasserkessel. Also, und die haben ja geheiratet, weil Gegensätze sich anziehen. Also, sie war schwanger, er nicht. Also, die waren, Kinder, früher waren die unzertrennlich, die beiden. Unzertrennlich wie Rimsky und Korsakow. Also, die haben... Ja, sie war ja also früher eine ganz schöne, wie sagt man, eine ganz schöne Massendemonstration, weil er, und er wollte das, hat immer gesagt, lieber eine Dicke im Bett als eine Runde im Lokal, nicht? Also er hat ja immer, ehrlich, und heute sagt er, heute weiß ich, wie man Ehe buchstabiert, du, E-H-E, errare humanum est, irren ist menschlich, weißt du, ja, er sagt immer auch, die schönste Frau ist an den Füßen zu Ende, weißt du, und er hat dann, er sagt ja, nichts gegen mein, also nichts gegen Ohren, sagt immer, Satteltaschen gehören ans Fahrrad, also der hat immer, Kinder, um schlanker zu waren, geht seine Frau ja jetzt reiten, nicht? Das Pferd hat schon 10 Pfund abgenommen. Aber wie gesagt, Kinder, die führen, also die haben ja so eine glückliche Ehe geführt. Früher war das also sowas. Da hat sie mal zu ihm gesagt, sag sie, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen dir und der Kaffeemaschine? Sagt er, nee. Sag sie, eine Kaffeemaschine, die kann man entkalken. Guck mal, das ist eben, und der hat, Kinder, der hat ja,
Der hat ja seine Frau früher mal kennengelernt. Das ist eine zauberhafte Geschichte. Der hat die kennengelernt in einem ganz vornehmen Tanzlokal. Also die waren so vornehm, die mussten da Kaugummi mit Messer und Gabel essen. Also die Rechnung kam nur flambiert, weil so ein ganz vornehmer Laden und da... Aber sonst in dem Laden eine Stimmung wie eine tote Hose. Also ehrlich, ja, da spielte so ein Tastenquäler, so ein Pianist am Klavier und also der spielte das Lied der Schumacher-Erinnerung. Dieses O Sole Mio und dieses Abba-Lied, kennt ihr doch? Abba Heitschi Bum Speitschi Bum Bum. Kennt ihr das? Also, ja, pass auf. Und ja, also das klang also wie die Wildsau auf der Flucht vom Oberförster. Und er auf sie drauf los, sie hatte damals einen Ausschnitt, also sowas hatte er seit seiner Entwöhnung nicht mehr gesehen. Und er machte seinen Bückling und sagte, darf ich bitten? Sagt sie, Na, und die scherbelt ein bisschen nett übers Parkett. Und ich sagte, das ist nett hier, nicht? Na, und die scherbelt weiter, sagt er, da, Gläschen Sekt noch, wir beide zusammen. Sagt sie, Sagt dann her, darf ich sie nach Hause bringen? Vor der Haustür sagt er, na, wie ist es noch mit dem Cola bei Ihnen oben? Na, und irgendwann landen die auch mal im Schlafzimmer, nicht? Gehen die horizontal in der höchsten Ekstase, sagt sie plötzlich, macht Spaß, wa? Und, das ist ein Typ. Ich sag vorhin so schön zu ihm, ich sag, wo ist denn deine Frau heute Abend? Sagt er, die ist nicht mit, die ist in Urlaub im Moment und, ich sage, wie kommst du ohne sie zurecht? Sagt er, zu Hause, alles okay. Ich sage, mit der Liebe, wie läuft das so? Sagt er, eigentlich ganz gut. Ich habe mir so eine Gummipuppe da von Beate Use, so eine Sexpuppe gekauft. Und ich sage, wie bist du mit der zufrieden? Sagt er, wunderbar. So eine Küsserei, einwandfrei. Sagt er, nur neulich, da habe ich ihr ins Ohr gebissen, hat sie einen Furz gelassen und aus dem Fenster geflogen. Und seine Frau ist ja ein Thema, kann ich euch sagen. Die ist ja auch so sparsam. Also, wenn sie das Wasser im Aquarium wechselt, gibt es am nächsten Tag Fischsuppe. Also die ist, ja, die stellt sich auch immer mit geschlossenen Augen vor den Spiegel. Sie will ja sehen, wie sie aussieht beim Schlafen, nicht? Und die ist, ja, die Frau fällt von einem Exkrement ins andere. Also, ehrlich, die ist wie ein Blinddarm. Immer gereizt, völlig überflüssig, weißt du. Und die hat viereckige Sommersprossen, hat die, nicht? Und der, ja, da hat er neulich zu ihr gesagt, Schatz, du bist zum Anbeißen. Sagt sie, bin ich wirklich so schön? Sagt er, nee, du riechst wie ein Kotelett. Also das ist immer, die haben ja auch früher in der Ehe also nicht geraucht, nicht getrunken, nicht gespielt. Die beiden Kinder, die sie haben, haben sie adoptiert. Also und die, ja, da ist neulich, der Kleine kam nach Hause und sagt, Papi, ich habe heute meinen ersten Geschlechtsverkehr gehabt. Sagt er, ganz ruhig, mein Junge, setz dich erstmal hin. Papi, jetzt bloß nicht hinsetzen. Also ehrlich, und dieser Kleine, der hat mal vom Eros-Center gestanden. Und da kam ein älterer Herr raus, ein grauhäuriger Herr, und er sagt, Onkel, ich weiß, was das hier ist. Sagt er, na und? Sagt er, Onkel, ich weiß auch, wer du bist. Was willst du von mir? Willst du mich erpressen? Sagt er, nee, aber da hinten in dem Geschäft liegt ein schöner, großer Fußball. Ja, der kauft den Fußball, sagt er, Onkel, ich weiß auch, wo du arbeitest. Sagt er, was willst du noch? Sagt er, da die schönen Schuhe, die Fußballschuhe, die hätte ich. Der kommt mit den Sachen nach Hause, sagt deine Mutter, was hast du das Zeug denn hier? Sagt er, ich habe auf dem Eros-Center gestanden, hat mir so einen Mann gekauft. Sagt er, hast ihn erpresst. Das ist aber ganz schnell in die Kirche zum Beichten. Der Kleine in die Kirche will gerade in den Beichtstuhl steigen, kommt der Pfarrer um die Ecke, sagt, na du, willst du auch noch ein Trikot haben? Ja, ja. Hä? Hat der Kleine mal gefragt, Papi, was ist eigentlich Gruppensex? Sagt er, pass auf bei der Mengenlehre, ich hab dir das schon... Nee? Der Lehrer hat ihn in der Schule mal gefragt, Fritzchen, warum heißt ein Rollmops Rollmops? Sagt der Herr Lehrer, der sieht aus wie ein Rollmops, warum soll der nicht Rollmops heißen? Nee, guck mal, Kinder, hat der Lehrer in der Schule gesagt, Kinderchen, bildet einen Satz mit, ich glaube. Sagt der Herr Lehrer, ich glaube, bei uns gibt es heute Nachmittag Kaffee und Kuchen.
Meine Mami war heute Morgen in der Konditorei. So, das ist ein schöner Satz. Weißt du auch einen? Herr Lehrer, ich glaube, bei uns gibt es heute Abend Gulasch. Meine Mami war heute in der Schlachterei. Auch ein schöner Satz. Fritzchen, weißt du auch einen? Meine Oma geht mit der Times und einem Arm über den Hof. Also, das ist doch kein Satz mit ich glaube. Ah, da geht doch noch weiter, Herr Lehrer. Ich glaube, sie geht scheißen, denn Englisch lesen kann sie nicht. Ja, und die kleine Tochter, die ist ja so vorlaut, da hat er mal gesagt, pass auf, wir gehen jetzt zu der Nachbarin, die hat ein kleines Kind bekommen. Aber du bist immer so vorlaut, die hat nämlich keine Ohren, dass du das nicht sagst. Na, die stehen am Bett, sagt die kleine Tante, das Baby hat aber große Füße. Ja, das soll später mal im Leben auf festen Beinen stehen können. Tante, das Baby hat aber große Hände. Ja, soll im Leben später mal kräftig zupacken können. Sagt die Tante, das Baby hat aber große Augen. Ja, soll im Leben später mal gut sehen können. Ja, das muss es auch. Eine Brille kann man nämlich nicht befestigen. Ehrlich, Kinder. Der hat mit seinen Kindern also so viel, da hat er mal zu seinem Arzt gesagt, mein Kind kaut Nägel, ist das schädlich? Also natürlich, nehmen Sie dem Kind die Nägel weg, geben Sie ihm dafür schöne große Messingschrauben. Da hat er mal von auswärts angerufen, nicht? Und der Kleine nimmt den Hörer und sagt, ja bitte, da ist Mami zu Hause. Ja, wo ist Mami denn? Liegt im Schlafzimmer mit dem fremden Mann. Sagt er so. Jetzt gehst du mal in den Keller, holst den großen Vorschlaghammer, gehst ins Schlafzimmer, erst Mami einen auf die Glocke und dann den fremden Mann. Na, der Kleine rein, nicht? Vorschlaghammer, knack, knack, boing, boing, weg, Wahnsinn. Er wieder an den Hörer, hab ich gemacht. Sagt er, gut, jetzt gehst du wieder ins Schlafzimmer, nimmst Mami an den Beinen, ziehst über den Flur, durch die Küche, Terrasse, Swimmingpool. Dasselbe machst du mit dem Mann. Sagt er, wir haben doch gar keinen Swimmingpool. Oh, sagt er, falsch verbunden. Kinder, und solche Sachen, ihr glaubt es gar nicht, solche Sachen macht er laufend. Er sagt ja immer, lieber alles falsch machen, als ewig ins Fettnäpfchen treten. Ne? Und neulich hat er sich selbstständig gemacht mit der Schachtel Streichhölzer. Da hat er Surfbretter für Ameisen gebaut. Ne? Und der macht solches, sowas macht. Ne? Der hat also so ein richtig, ihr kennt das richtig, so einen Riss in der Waffel. Also da, wenn man den so verfolgt, da springt einem manchmal der Draht aus der Mütze. Ihr kennt das, also sagt er neulich zu seinem Arzt, Doktor, ich habe 32 Zähne. Na, das haben die meisten, ja, ich habe sie alle oben. Also der... Am liebsten isst er ja Yoga mit Erdbeergeschmack und diese Sachen. Er macht nur so verrückte Sachen. Also ehrlich, also sehr musikalisch. Wenn er zu Hause die zweite Geige spielt, dann stopft seine Frau sich immer was in die Ohren. Er sagt, meine Frau nimmt eine Hohlraumversiegelung vor, sagt er dann, was schön ist. Ja, er sagt, wenn ich meiner Frau was sage, ist eine Ohr rein, ist andere wieder raus, weil nichts dazwischen ist, nicht? Er ist ja, er hat also immer, ja. Seine Frau hat sich zu Weihnachten ein Streichinstrument gewünscht. Hat er im Brotmesser geschenkt. Also immer solche... Ne? Spielt neulich das Radio, sagt er, na, was ist das? Sagt sie Mozart. Sagt er, nein, NDR2. Ja. Nee, und Kinder, die haben ja auch eine Wohnung, Kinder, die ist ja so feucht, das glaubt ihr gar nicht. Das ist also so ein Thema beim Fernsehen, müssen die den Scheibenwischer anmachen. Nee, und die Wohnung, als der Makler denen die Wohnung angeboten hat, da ist der also ins Nebenzimmer gegangen, hat gesagt, können Sie mich hören? Sagt er, ja. Können Sie mich sehen? Sagt er, nee. Sagen Sie, sehen Sie, das sind Wände, wa? Und die Wände sind da ja auch so dünn, bei denen das glaubt ihr gar nicht. Wenn er Herzklopfen hat, nimmt sein Nachbar Baldrian. Also, und die Wohnung ist auch sehr eng, die Wohnung. Die Küche sitzt so eng um die Hüfte. Also, die Wohnung ist so klein, so eng, da muss ich jeden Tag die Nägel schneiden. Also, der Nachttopf hat den Henkel innen. Also, ihr glaubt es gar nicht. Nein, also, wie gesagt, mit dem Typ nur verrückte Sachen. Da ist er neulich in die Apotheke gegangen und gesagt, guten Tag, ich hätte etwas gegen meine Hämorrhoiden. Ja, sagt der Apotheker, suchen Sie mal was aus hier. Sagt er, wieso denn das? Ja, das ist alles für den Arsch. Der macht Sachen, ihr glaubt es nicht. Da ist er neulich mit der Gießkanne ins Spielcasino gegangen, er wollte die Bank sprengen, nicht? Und der spielt ja... Ehrlich!
Das ist eine richtige Spielernatur, aber er spielt nur Karten. Nur Karten. Ich sag, versuch es auch mal beim Pferderennen. Sagt er, nee, die kann man ja nicht mischen. Also dieses. Er hat so in der Beziehung, Kinder, echt immer die Sprüche drauf, wie er neulich so schön sagte, ist es nicht drollig auf der Welt, der eine hat den Beutel, der andere hat das Geld. Nicht, das ist so, ja, nicht? Er sagt ja immer so schön, lieber eine 6 im Lotto als eine 8 im Fahrrad, nicht? Ich sag, wenn du zum Beispiel 3 Millionen im Lotto gewinnst, was machst du damit? Oh, so, dann bezahle ich meine Schulden. Ich sag, und der Rest? Oder Rest? Geh mit meiner Frau essen. Also das ist, ja. Der ist neulich auf seine Pumpstation gegangen, auf seine Bank. Und ich habe gesagt, guten Tag. Guten Tag, ich möchte 500 Mark bei Ihnen einzahlen. Was geben Sie mir für Sicherheiten? Da sagt der Bankdirektor, was heißt hier Sicherheiten? Wir sind ein seriöses Dienstleistungsunternehmen. Ja, sagt er, wenn Sie pleite gehen, dann haftet unser Verband. Ja, wenn der pleite geht, dann ist immer noch die Regierung da. Ja, sagt er, wenn die abgewählt wird, sagt er, ich bitte Ihnen, das soll die noch 500 Mark wert sein, oder? Nein, Kinder, der hat also echt Sachen erlebt. Da ist der mal auf einem Abenteuerurlaub, ist der mit auf dem Kamel durch die Wüste. Und plötzlich hört er eine Geisterstimme. Absteigen, absteigen. Der steigt ab von seinem Kamel. Graben, graben. Und der wühlt und der gräbt, findet eine Riesenkiste mit Goldmünzen. Kairo, Kairo. Der reitet auf dem Kamel mit der Goldkiste nach Kairo. Nicht Spielcasino, Spielcasino. Der ins Spielcasino. Alles auf die 13, alles auf die 13. Der setzt die ganze Kiste auf die 13, die 12 gewinnt. Scheiße, scheiße. Nee, guck mal, auch zauberhaft. Das ist. Nein, Kinder, er macht also viel in dieser Richtung, also viel dummes Zeug, hat sich jetzt einen Kran gekauft. Ich sag, wozu das denn? Ja, sagt, ich bin Rausschmeißer im Autokino. Und da hat er mir. Dabei habe ich ihn neulich nochmal gefragt. Ich sag, kommst du mit ins Autokino? Sagt er, nee, mein Auto macht keine Filme. Und ja, neulich hat er einen Job gehabt, da hat er 20 Fensterscheiben erneuert, also bis er endlich merkte, dass seine Brille einen Sprung hat. Und er hat ja auch, ja, zum Geburtstag hat er Wasserskier gekriegt, jetzt sucht er einen abschüssigen See, also der ist also richtig. Sagt der neulich zu mir, weißt du eigentlich, warum Fische Schuppen haben? Ich sag, keine Ahnung. Ja, wo sollten die sonst ihre Fahrräder abstellen? Guck mal, das ist, der hatte ja um. Der war ziemlich schwierig, oder? Er hat auch mal eine Zeit lang eine Schlüsselstellung gehabt bei einer Firma, da war er Hausmeister. Und der, ja, sagt er zum Beispiel, was ist, wenn ein Dachdecker vom Dach in den Schnee fällt? Ich sag, keine Ahnung, dann ist Winter. Also der hat ja immer. Solche Sachen, ehrlich. Sagt er, was ist zum Beispiel, wenn ein Reisebus sich einem Kannibalendorf nähert? Sagt er, das ist Essen auf Rädern. Guck mal, alles immer, ne? Sagt er, warum arbeiten Maurer im Winter nicht? Ich sag, keine Ahnung, weil ihnen immer die Bierflaschen platzen. Und ehrlich, Kinder, wenn man das alles hört, ich sage immer, da fallen dann die Gummibären aus der Prothese. Also das ist ehrlich. Sagt der Kleine mal, kommt nach Hause, sagt, Papi, wir haben heute in der Schule Sexunterricht gehabt, morgen machen wir das alles praktisch. Da macht er die Schranktür auf, holt eine riesen gusseiserne Bratpfanne raus. Sagt sie, um Gottes Willen, du kannst den armen Jungen doch nicht mit der Pfanne schlagen. Du weißt, schlagen, Eier braucht der Junge, Eier. Ihr glaubt es gar nicht. Ihr Kleine mal sagt, Papi, was ist eigentlich ein Lama? Warte, das ist einer, der sein Bein nachzieht. Papi, lassen wir heute Nachmittag den Drachen steigen? Sagt er, nee, lass Schwiegermuttermann schlafen. Sagt er, Papi, weißt du eigentlich, was gemein ist? Sagt er, nee. Sagt er, wenn ein Henker Reißzwecken auf den elektrischen Stuhl legt. Guck mal, da, ja. Das ist gemein. Sagt er, Papi, was ist denn ein russisch Sandwich? Unter ihr Divan, über ihr Ivan. Papi, kennst du denn das Gegenteil von einer Lope? Sagt er, nee, eine Antilope. Guck mal, das ist also.
Und die sind ja auch echt, die sind auch zu Hause sehr belesen. Also die haben also richtig, also der hat ja, der ist ganz modern, der hat schon ein Zweitbuch jetzt. Also der, ja, neulich hat er seine Bibliothek geordnet, hat er so Böll neben Beate Use gestellt, weißt du. Ich sehe die beiden Bücher im Regal, ich sag, sind das seine eigenen? Sagt er, nee, die meisten sind geliehen. Der, ja, er hat ja auch echt auch mal Drehbücher geschrieben fürs Fernsehen. Das eine hieß Die ungeflügelte Blattlaus, die Bedeutung für die Salzburger Festspiele. Und das andere hieß Auf der Suche nach den verlorenen Eiern. Das haben die sogar in der Silvestersendung verwendet als Konfetti. Und er ist echt belesen. Also er hat, wie sagt man heute, er hat richtig diesen Nulldurchblick. Er sagt also, es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Und man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Ehrlich. Genau, der ist ehrlich. Der ist, sag mal, André Grüß, der ist also echt. Der ist als Mensch unmöglich, als Schwein zu kleine Ohren. Also der ist ehrlich. Der ist, er kann ja auch perfekt Spanisch, Italienisch, Jugoslawisch, also nicht sprechen, aber essen. Und ich sag, wenn du alles weißt, wie viele Einwohner hat die Hauptstadt von Afghanistan? Sagt er mit oder ohne Russen? Also der, ich sag, eine andere Frage. Wann haben die Ägypter einen Krieg gewonnen? Sagt er in Aida im zweiten Akt. Also der ist ehrlich. Und der ist also richtig intelligent, der ist und die Arbeit hat aber nicht erfunden. Ich sag, bist du schon mal geflogen? Sagt er, ja, fristlos neulich. Und er sagt ja immer, ich kann essen, was ich will, mir schmeckt keine Arbeit, sagt er nicht. Also, es gibt ja Leute, die sagen, Arbeit macht das Leben süß, sagt er immer nicht. Aber Gott sei Dank haben wir die Gewerkschaften dafür sorgen, dass wir nicht zuckerkrank werden. Nicht? Und die ersten Gewerkschaftsfunktionäre kennt ihr, das waren die Heiligen Drei Könige. Die zogen bunte Kleider an und gingen auf Reisen, die kennt ihr ja, ne? Und er sagt ja, Kinder. Er sagt ja immer so schön, also ich gehe furchtbar gern zur Arbeit, sagt er. Ich gehe auch gern wieder nach Hause, aber die Zeit dazwischen. Der hat sich neulich mal bei Neckermann vorgestellt. Hat der Chef gesagt, so, Sie suchen eine Arbeit, sagt er, nee, eine Stellung. Sagt er, haben Sie Referenzen? Sagt er, nee, komm mit jedem aus. Bei meiner letzten Stellung war ich 15 Jahre. Oder warum sind Sie denn gegangen? Sagt er, man hat mich begnadigt. Sagt er, ich ersehe hier aus Ihren Unterlagen, im letzten Jahr waren Sie bei 8 verschiedenen Firmen. Ja, sagt er, man reißt sich um mich. Und Kinder, weil der ja schwerhörig ist, hat er jetzt also bei Neckermann den Job in der Beschwerdestelle gekriegt. Und da hat, ja, pass auf, und da hat gleich am ersten Tag, hat also das Telefon geklingelt, er meldet sich nicht, hier, Versandhaus Kleckermann. Oh, kommt die Stimme und sagt, oh, falsch verbunden. Sagt er, mach nichts, wir tauschen um. Der ist bei seinem Chef so in den ersten Tagen, ist er dem so über den Hintern gekrochen, da musste die Nebelleuchten anmachen. Ne? Dann hat er mal zu seinem Chef gesagt, Chef, ich weiß, wie wir im Jahr 50.000 Mark sparen können. Sagt er, wieso, wollen Sie kündigen? Sagt er, nein, Herr Kleckermann, sagt er, ich heiße Neckermann. Am nächsten Tag geht er wieder durch die Räumlichkeiten, ne? Und sagt, na, wie gefällt es Ihnen hier bei uns? Oh, großartig, Herr Kleckermann, sagt er, ich heiße Neckermann, was normal passiert, fliegen Sie raus. Jawohl, Herr Kleckermann, sagt er, gehen Sie mal ganz schön ins Personalbüro und Sie die Papiere. Der kommt nach Hause, sagt seine Frau, Liebling, was ist los? Immer so ein bedeppertes Gesicht. Oh, man hat mich rausgeschmissen. Warum denn? Ach, dieselbe Scheiße wie bei Qualle, du. Kinder, er hat ja echt, ich sage es immer, er hat Wellblech vor den Pupillen. Also der ist, aber tierlieb ist er. Tierlieb einmalig. Er sagt neulich, seit meine Goldfische eingegangen sind, ist es bei uns sehr ruhig geworden. Und sein Hund bringt ihm jeden Morgen die Zeitung, obwohl er gar keine abonniert hat, nicht? Und das, ja, er geht ja immer ganz breitbeinig, nicht? Damit die Leute denken, er hat ein Pferd, nicht? Und, neulich war er mit seiner ganz kleinen Tochter beim Galopprennen, das war ein Rennen für Zweijährige, nicht? Und sagt er neulich zu mir, weißt du, woran erkennt man eigentlich ein türkisches Pferd beim Galopprennen? Ich sag, keine Ahnung, am Kopftuch. Ich sag, reitest du? Sagt er, ja. Ich sag, Turniere? Sagt er, nee, Pferde. Und ich kann es dir erzählen, sagt er, du, meine erste Reitstunde werde ich nie vergessen. Also ich hätte nie gedacht, dass ein Tier, was mit Heu gefüllt ist, so hart sein kann. Ehrlich, heute sagt er mir, das größte Glück auf Erden liegt auf dem Rücken und nicht auf den Pferden. Und der ist ja, der ist nur...
Kinder, der ist neulich, pass mal auf. Der ist ja neulich in so ein Sportgeschäft gegangen und gesagt, guten Tag, ich habe mir ein Pferd gekauft, ich hätte dafür gern die passende Hose. Ja, und so dann fragt man, welche Größe hat das Pferd denn? Nein, dem haben sie, ihr glaubt es gar nicht, dem haben sie dann eine Hose verpasst. Also sowas von eng, da konnte man die Religion erkennen. Also ehrlich, wenn die Flühe durch wollten, mussten sie ausatmen. Könnt ihr euch vorstellen? Also, ehrlich, ja. Also der hat echt mit Pferden hat er seine Erfahrung. Der ist mal mit seinem, der hat ja also mit seinem Auto durch die Sahara gefahren. Also der hat ein Auto, wenn er das irgendwo parkt, kommt immer gleich die Polizei und fragt, ob er den Unfall schon gemeldet hat. Könnt ihr euch vorstellen? Und pass auf, mit dem Wagen ist der durch die Sahara. Plötzlich streikt das Vehikel, nicht? Er steht da, nicht? Keine Notrufsäule, nichts in der Sahara, nicht? Ich weiß nicht, was er machen soll. Plötzlich trabt da so ein Schimmel an, nicht? Paar Mal um den Wagen rum, haut mit dem Huf so kurz mal gegen das Auto und ich springt wieder an. Er in die nächste Oase, erzählt das vom Kameltreiber. Der sagt, da haben Sie aber Glück gehabt, wie läuft so ein Brauner rum, der hat keine Ahnung von Autos. Kinder, er hat mit Pferden echt seine Erfahrung. Nach der Hochzeitsnacht ist er mit seiner Frau ausgeritten, also richtig mit Pferden und so. Und ja, am ersten Baum, da hat sich das Pferd gescheuert, sagt er, das war das erste Mal. Na, die reiten eine halbe Stunde weiter, nicht? Das Pferd scheut vor so einem Bach, sagt er, das war das zweite Mal. Das Pferd rennt weiter, nicht? Und eine halbe Stunde später, da liegt so ein Ast quer, das Pferd stolpert, nicht? Sagt er, das war das dritte Mal. Zieht seinen Revolver, erschießt das Pferd. Sagt sie, Liebling, wie konntest du das kostbare Tier erschießen? Pfui, ich verachte dich. Sagt er, das war das erste Mal. Kinder, er ist immer für über eine Raschung gut. In jeder Beziehung, er sagt ja immer, hohe Schuhe halten länger als schwarze. Er hat ja immer diese ganz komplizierten Sprüche. Ja, ehrlich, Kinder, wenn der seine Schuhe auszieht zum Beispiel, beschlägt ich die Brille. Könnt ihr vorstellen? Und der ist neulich in ein Schuhgeschäft gegangen, nicht? Und der hat die Verkäuferin gleich gefragt, welche Größe haben Sie? Oh, sagt er, 42. Warum fragen Sie? Ja, Sie riechen wie ein 52er. Kann sie leider nicht mehr bedienen, das ist ja fürchterlich. Die ruft ihre Kollegin und sagt, bedien du den Herrn mal weiter. Die geht hin und sagt, bitteschön, der Herr. Oh, um Gottes Willen, nein, sie kann ihn nicht bedienen. Ich hole mal den Geschäftsführer. Die geht zum Geschäftsführer und sagt, würden Sie den Herrn mal, der hat so einen harzer Roller, also das glauben Sie gar nicht. Oh, es ist ja so. Er geht hin und sagt, bitteschön, der Herr. Oh, sagt, um Gott, wissen Sie was? Ich mache einen Vorschlag, die Schuhe, die hier stehen, nehmen Sie die mit, ich schenke Ihnen die. Aber gehen Sie ganz schnell raus aus meinem Geschäft hier. Der ist im Eingang, lässt noch mal einen fahren und sagt, könnte ich für diesen entzückenden Fuß noch ein paar Sandaletten? So, Freunde. Ihr habt wieder einmal gemerkt, wie die Zeit vergeht. Wir haben die erste Halbzeit schon wieder mal geschafft. Nicht? Wir werden jetzt langsam das Licht angehen lassen. Wir werden ein kleines Päuschen einlegen. Wir werden wieder etwas Warmes zu uns nehmen. Nicht? Und wir treffen uns daher in alter Frische wieder. Und ich verabschiede mich bis nachher mit dem alten Hamburger Schlachtruf. Bye, bye. Freunde, ich möchte die zweite Halbzeit beginnen. Wiederum, ich muss ja einen gewissen Übergang schaffen, ich muss ja das Thema wieder wechseln. Einen sehr schönen, einen zauberhaften, einen entzückenden Vierzeiler. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Wenn der Bauer kräht auf dem Mist, ist der Hahn erkältet. Ihr merkt, man muss also, guck mal, schon bin ich bei uns auf dem Lande und das ist für mich immer so ein dankbares Thema, nicht? Ist es nicht? Also bei uns im Dorf ist die Welt mit Brettern zugenagelt. Wir jagen die Dinosaurier noch mit der blanken Faust bei uns. Also bei uns auf dem Dorf, da ist auch noch was los. Neulich hatten wir sogar eine Sonnenfinsternis. Kinder, bei uns am Wald, da hängt ja ein Schild, also in diesem Wald ist schon mancher mit einem Wildschwein verwechselt worden. Bitte gehen Sie aufrecht und schwenken Sie Ihren Hut. Nein, genau.
Bei uns ist das auf dem Dorf so schön. Also mein Nachbar, das ist ja auch ein ganz cleverer, der hat jetzt ein paar Nebelfelder als Bauerwartungsland verkauft. Also der ist echt jetzt, ja, er sagt immer, Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Das ist doch so, Kenner, wenn heute einer Bauer werden will, dann studiert er noch nicht mehr Agrarwirtschaft, der studiert Chemie. Und das ist, ja, das ist heute natürlich nicht. Man soll einen Bauern nicht mehr beim Schwanze aufzäumen heute. Lieber, Kenner, lieber 5 gerade sein lassen als einen krumm. Und das ist heute sehr wichtig. Guck mal, dieser Bauer, der hat einen Hahn rumlaufen, aber der sieht knackig aus. Also richtig maßgeschneiderte Hosen, weißt du, und so ein farbiges Buschhemd. Ich sag, was soll denn die Maskerade? Ja, sagt er, weißt du, mein Hahn, der hat sich beim letzten Feuer auf dem Hof hier, da hat er sich die ganzen Federn abgesenkt, verbrannt. Ich sag, fühle sich wohl in der Kluft, sagt er. Dufte, alles dufte. Aber du solltest mal sehen, wenn er sich mit der linken Kralle, wenn er sich da so ein Huhn greift und mit der anderen die versucht, die Hose runterzuziehen. Auf dem Dorf, also ehrlich, es ist so schön, ich wohne so gern draußen. Wir haben ja jetzt bei uns im Dorf etwas, wir haben Wanzen mit Glühwürmchen gekreuzt, damit die armen Leute also Licht im Bett haben. Und, ja, guck mal, ein Bauer, der hat jetzt also einen Adler mit einem Skunk gekreuzt. Das Tier stinkt den Himmel, nicht? Also, und das ist, ja, sagt er neulich zu mir, ich züchte jetzt Kaninchen. Ich sag, verstehst du was davon? Sagt er, ich nicht, aber die Kaninchen. Der hat neulich, hat er den Hauptgewinn im Lotto gehabt. Ich sag, ja, ja. Sag ich, die voluminöse Expansion der subteralen Agrarprodukte steht in relativer Relation zur intellektuellen Kapazität ihrer Produzenten. Sagt er, was heißt das denn? Ich sag, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Er hat immer schöne Sachen, der hat jetzt sein Testament gemacht, also der älteste Sohn erhält die Ansprüche aus dem grünen Plan, nicht? Und der zweite das Geld aus Manöverschäden, nicht? Der dritte die Ansprüche aus Wildschäden, nur der vierte, der ist arm dran, der kriegt nur den Hof. Nein, er ist richtig so ein Typ. Es gibt ja diese modernen Bauern, die mitten im Leben stehen, immer schöne Sprüche drauf, sagt er neulich. Ist das Korn gut aufgeladen, hat man Zeit zu saufgeladen. Nee? Also, ja. Oder am Morgen nach dem Erntedank fühlt sich der Bauer sterbenskrank. Also, ja, solche Sprüche, immer. Oder werden Schweine immer fetter, wird der Bauer immer netter. Ja, das ist auch gut. Ja. Pass auf, der hat der neu zu mir gesagt, sagte zu mir, was machst, würdest du machen, wenn ein Schwein nicht mehr fressen, nicht mehr saufen will? Ich sag, ich würde das schlachten, sagt der Blödsinn, Feuerwehrmütze aufsetzen. Nee? Nee, der war ganz schön, nicht? Oder? Herbert? Ja. Man muss ja immer was für die Kultur tun. Nein, neulich ging auch bei uns im Dorf die Feuersirene. Da ging die Feuersirene, du, und er ruft im Schlafzimmer, Liebling, steh auf, es brennt, zieh dir was über. Sagt sie, das hellblaue oder das grüne? Und ich hab gesagt, das brennt, Mensch, das Kind nochmal. Kommt eine Stimme aus dem Kleiderschrank, rette zuerst die Möbel. Ehrlich, und die Feuerwehrleute bei uns, die haben eimerweise das Wasser immer so ins Feuer, weißt du. Da sagt plötzlich der eine zum anderen, gut, dass das hier brennt, sonst können wir gar nicht sehen, wohin das Wasser schütten. Und der Ob und der Brandmeister, der hat nachher den Bürgermeister gemeldet, keine Kuh verbrannt, alle ersoffen. Also man sagt ja immer, man sagt ja bei uns im Dorf immer, die meisten Kühe sind nur deshalb so einsam, weil sie keinen kennen. Und ja, wie mein Nachbar sagt, lieber eine reiche Kuh als ein armes Schwein. Und der hat immer, ja.
der hat neulich, das ist interessant, der hat neulich eine Kuh künstlich mit der Spritze besamt. Als alles vorbei ist, da dreht die Kuh sich um, nicht, schließt die Augenlider und sagt, kein Küsschen. Tiere. Tiere haben Humor. Wie im Zirkus ein Hund auf einer Ziege steht und singt das Lied, das Eskalabba-Lied, dieses Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, kennt ihr das bekannte Lied? Das hat einer zum Direktor aus bestimmten Trick dabei. Ach ja, Sie haben recht, der Hund kann gar nicht singen, das ist die Ziege. Nee, also, ja. Nee. Wie die eine Ziege zur anderen sagt, kommst du heute Abend in die Disco? Sagt sie, nee, ich hab keinen Bock, du. Lieber Bock saufen als Bock springen, was? Und das ist krank. Guck mal, wisst ihr zum Beispiel, was ein Prellbock ist? Das ist einer, der vergessen hat, im Eros-Center zu bezahlen. Ja. Wisst ihr zum Beispiel, was ein Kupferstich ist? Wenn einer im Eros-Center mit Pfennigen bezahlt. Also alles solche, natürlich, im Eros-Center, da stand jetzt bei uns ein Schild schön dran, also wegen Personalmangel werden die Herren gebeten, ihre eigenen Frauen mitzubringen. Kostet allerdings Korbengeld, nicht? Nein, Kinder, ich komm echt ein bisschen vom Thema ab. Lass uns ein klein bisschen bei den Tieren bleiben. Das ist also ein schönes Thema. Und wie der kleine Regenwurm fragt, Papi, Papi, sagt er, was ist Bigamie? Sagt er, wenn Mami und ein Spaten kommt. Kinder, Tiere haben das ganz schwer. Stellt euch doch nur mal vor, eine Giraffe mit Halsweh oder Tausendfüßler mit Hühneraugen oder sowas, das sind natürlich, natürlich. Wisst ihr, was es ist? Also fliegt in der Luft, ist schwarz und hat kein Liebesleben, das ist ein Pechvogel. Das muss man alles. Guck mal, die Lufthansa hat ja auch einen neuen Werbespruch, jetzt alle reden von Vögeln, wir fliegen. Ne? Also, Tiere, es ist entzückend, ne? Wie eine Ameise von einem Kuhfladen getroffen wird und sagt, verdammt, genau aufs Auge, Mensch. Ne? Wie ein Huhn zum anderen sagt, was ist eigentlich dein Lieblingsdichter? Körner. Guck mal, das ist auch schön. Guck mal, das sind diese zauberhaften. Denk doch an diese vier Hamster, die in so einer Kommune zusammenleben. Der erste kommt in die Wohnhöhle und sagt, wer hat meine Pizza aufgegessen? Kommt der zweite und sagt, wer hat meine Flasche Whisky ausgetrunken? Kommt der dritte und sagt, wer hat meinen Kassettenrekorder geklaut? Kommt der vierte und sagt, Rülpsix, cha cha cha, Rülpsix, cha cha cha. Das ist gut. Ja, es ist. Tiere sind was Herrliches, nicht? Wie zwei Hasen chinesisch essen gehen, sagte eine, du, wir hätten doch lieber Stäbchen mitnehmen sollen. Mit unseren Löffeln fallen wir ihnen unangenehm auf. Kinder, und dabei heißt es immer so schön, der Hase keine Hemmung kennt, erst wird gerammelt, dann gepennt. Und das ist gut. Tiere! Da klingelt morgens der Wecker, sie springt aus dem Bett, setzt Kaffeewasser auf, zieht höchst den BH an. Nicht, nimmt das Tuch vom Papageienkäfig, klingelt das Telefon, männliche Stimme, nicht? Na, mein kleiner Kopfkissenzerwühler, in 10 Minuten bin ich bei dir. Na, sie setzt Kaffeewasser ab, nicht? Sieht höchst im BH aus, nicht? Deckt das Tuch wieder über den Käfig, sagt der Papagei, verdammt kurzer Tag heute, was? Und, zum Beispiel, da ist Rotkäppchen durch den Wald gegangen auf dem Weg zur Großmutter. Da tritt der Wolf plötzlich, kommt auf sie zu und sagt, Rotkäppchen, ich muss dich leider fressen, aber du hast drei Wünsche frei. Das ist dein erster Wunsch, ich möchte dir mit dir Liebe machen. So, naja, es geht kräftig los. Sagt er, nun dein zweiter Wunsch, nochmal dasselbe. Nach der dritten Nummer bricht der Wolf tot zusammen. Da kommt der Oberförster aus dem Gebüsch und sagt, Rotkäppchen, Rotkäppchen, das war schon der dritte Wolf in dieser Woche. Ja?
Hörner. Tiere. Ist doch ein herrliches Thema, Kinder. Stundenlang wie eine Schnecke rennt durch den Urwald. Das ist ein Elefant. Warum rennst du denn so schnell? Ja, das Finanzamt ist ja nur hier. Ja, warum das denn? Ja, ich habe ein Haus, mein Mann hat ein Haus, meine Kinder haben ein Haus. Außer der Elefant, da komme ich aber mit, du. Ich lebe auf großem Fuß, meine Frau lebt auf großem Fuß, meine Kinder leben auf großem Fuß und die rennen durch den Urwald. Ne? Und das sieht ein Bär und sagt, warum? Ja, wir Finanzamt. Und, oh, da komme ich mit, sagt der Bär. Ich habe einen Pelz, meine Frau hat einen Pelz, meine Kinder haben einen Pelz. Komme ich aber mit. Und die rennen alle durch den Urwald. Das sieht von oben so ein Pavian. Ne? Und er sagt, wo rennt ihr denn so schnell hin? Ja, das Finanzamt ist hinter uns her. Kommst du mit? Sagt er, nee, ich hab nichts am Arsch. Meine Frau hat nichts am Arsch. Meine Kinder haben nichts. Ja. Und, Leute, das kann man mit Tieren erleben. Man sagt nicht ohne Grund, das wäre teilweise ein sehr menschlicher Humor. Und aus gutem Grund sagt man ja, der Mensch unterscheidet sich vom Affen durch das Tragen von Waffen. Und zum Beispiel das Thema Bundeswehr ist ja sehr schön. Nicht? Die Bundeswehrsoldaten, die werden ja jetzt nach dem Schleifen lackiert. Das heißt so viel, da herrscht wieder ein ganz rauer Ton bei der Bundeswehr, habe ich jetzt gehört. Natürlich. Nicht? Wie der Oberst sagt, Männer! Privat bin ich ein Kamerad und im Dienst bin ich ein Schwein und ich bin immer im Dienst. Also, wenn das nicht besser wird, dann ziehe ich euch den Arsch über die Ohren, dass ihr aussieht wie Mönche auf Wanderschaft. Ihr werdet Vater und Mutter vergessen, mich aber niemals. Wenn das nicht besser klappt, kriegt ihr Kasernenverbot. Sie machen jetzt auf dem Absatz kehrt, dass so ein leichter Gummigeruch zurückbleibt. Guck mal, das ist... Sagt der Gefreiter Müller, was sind Sie denn im Zivilberuf? Sagt der Richter. So, schon mal jemand abgeurteilt? Sagt der, nein, noch nie. Was hier lasch, was? Also, nee, was sind Sie denn für ein Tierkreiszeichen? Sagt der Schütze, sagt der, ab zur Infanterie. Sagt er, und Sie, Fische, Herr Ober, sagt er, gut, ab zur Marine. Und Sie, Jungfrau, sagt er, ab ins Ministerium. Wir brauchen immer ein paar Unschuldige. Sagt er, was sind Sie denn? Ich bin Psychiater. Sagt er, Psychiater, was machen Sie da? Sagt er, ich kümmere mich um verklemmte Typen. Sagt er, ab ins Büro, Sie reparieren die Schreibmaschine. Sagt er, einer, oh was, ich kann das Schießen nicht hören. Sagt er, brauchen Sie keine Angst haben, wir schießen so laut, das hört jeder. Also, sagt er, einer, sagt der Oberst Gefreiter Müller, sind Sie glücklich bei der Bundeswehr? Sagt er, jawohl, Oberst, was waren Sie im Zivilberuf? Glücklicher. Also das ist... Ne? Sagt der Gefreiter Müller, warum soll der Soldat nicht rauchen, wenn die Kompanie angetreten ist? Das habe ich mir auch schon gefragt. Sagt der Gefreiter Müller, was hat der Soldat aus seinem Kommissbrot? Sagt er, Butter. Nein, Anspruch, mein Lieber, Anspruch. Nein? Da war zum Beispiel, Bundeswehr, ein schönes, da war zum Beispiel dieser gefreite Ackermann. Das war ein Wahnsinnssoldat, der kannte alle Maulwürfe des Standortes mit Vornamen. Ihr kennt diese Typen. Und da sagt der spießgefreite Ackermann, was machen Sie, wenn ein Atomblitz kommt? Sagt er, dann ramme ich meinen Gewürzbrief in die Erde, dass ich nicht umgenietet werde. Ne? So, kein Arsch in der Hose, aber rutscht nicht, was? Das? Ne? Sagt er, was machen Sie, wenn Ihr Kamerad auf eine Mine tritt und in die Luft fliegt? Sagt er, ich warte, bis er wieder runterkommt. Was? Die Kompanie ist angetreten, sagt der Spieß plötzlich. Ackermann, vortreten! Vater gestorben! Herzliches Beileid, zurücktreten! Sagt der Oberschmelz, können Sie das doch nicht sagen. Beim nächsten Mal ein bisschen mehr Zartgefühl, ein bisschen mehr Pietät. Nicht? Nach vier Wochen ist die Mutter gestorben. Die Kompanie ist wieder angetreten, nicht? Der Spieß brüllt. Alle Vollweisen raustreten! Ackermännchen, Sie auch! Und der Kinder. Und Ackermann, das war ja ein ganz. Das war so ein, der war so musikalisch, der musste in der Bundeswehrkapelle, musste der immer, ob er wollte oder nicht, der musste immer die große Trommel spielen.
Und er hasste das, die große Trommel, das Ding. Und jedes Mal hat er mit dem Knöppel da immer die Trommel, jedes Mal musste die neu bespannt werden. Eines Tages sagt der Spieß, Ackermann, wenn das normal passiert, ziehe ich in den Arsch über die Ohren, bespann damit die neue Trommel. Aber das geht doch nicht, Herr Oberst, dann ist ja wieder ein Loch drin. Also, und dann der Drill auf dem Kasernenhof, wie der Oberst brüllt und die ganze Kompanie kehrt, ruft einer aus dem zweiten Glied, und wo sind die Besen? Also, ne? Da brüllt der Oberst, und nun Gewehr über, ruft Ackermann, wir haben doch gar keine Gewehre. Sagt er, Hauptsache der Griff klappt. Also, sagt er, Sie halten ja das Gewehr, als ob ein Offe vor Gott bläst. Das ist ja schlimm, Menschenskind. Ich glaube, meine Oma geht mit Elvis. Das sieht ja aus wie Keulen schwingen bei den alten Germanen. Wissen Sie was, Ackermann? Kaufen Sie eine Kanone, machen Sie sich selbstständig. Guck mal, das ist... Und der Oberst war bei den Panzerfahrern. Da hat er die getestet, sagt er, wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Panzer durch die Wüste fahren, es kommt ein Tiefflieger von oben. Was machen Sie? Na, sagt er, ich steige aus, erschreck ihn. So, was machen Sie? Na, sagt er, ich würde zurückschießen. Sagt er, gut. Ackermann, was machen Sie? Sagt er, ich würde ihn täuschen. Links anzeigen, rechts abbiegen. Sagt der Gefreiter, Ackermann, was würden Sie, was passiert, wenn die Bundesrepublik von Luxemburg angegriffen wird? Sagt er, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dafür die Freiwillige Feuerwehr von Niendorf zuständig ist. Ja, das ist international, nicht? Ja, das ist, guck mal, da geht's los. Also, wie heißt es immer so schön, wer seine Grenzen kennt, war auch oft am Schlagbaum. Das sind so diese, ja, guck mal, das ist zum Beispiel international, die Ostfriesen sind auch international. Ein Thema, über das ich noch nie gesprochen habe. Die Ostfriesen haben eine neue Nationalflagge, weißes Kreuz auf weißem Grund. Also ganz stark. Kinder, wir lachen ja nur über die Ostfriesen, weil wir es satt haben, über die Bayern zu weinen. Und ihr wisst ja zum Beispiel, was passiert, wenn ein Ostfriese nach Bayern auswandert. Nicht? Dann haben die Ostfriesen einen Idioten weniger, die Bayern einen Ingenieur mehr. Guck mal, da ist in Ostfriesland, hat es geklingelt an der Tür, sie macht auf, sagt der Herr, entschuldigen Sie, ich bin von der Firma Infratest. Ich habe eine Frage, was halten Sie von Atombomben? Sagt sie, das weiß ich nicht, muss ich meinen Mann mal fragen. Die kommt nach 2 Minuten wieder, sagt, ja, davon nehmen wir 2. Wir haben ja zum Beispiel... Es passieren immer noch zauberhafte Sachen in Ostfriesland. In Ostfriesland haben die ja zum Beispiel einen Leuchtturmwärter entlassen, fristlos jetzt, weil er vom Schlafengehen immer das Licht ausgemacht hat. Nicht wie die eine Frau zur anderen sagt, mein Mann hat Prokura. Sagt sie so, ist das ansteckend? Ne? Da hat doch ein Herr auf der Bank gesessen, liest die Zeitung, kommt ein Polizist und sagt, Mensch, Kind, können Sie nicht sitzen, Ihre Hose ist ja offen. Sagt er, wieso, ist die Dame schon weg? Also das ist... Das ist, Kinder. In Ostfriesland, da ist jetzt einer ganz eilig in so ein Tabakwarengeschäft gegangen. Guten Tag, ich hab's eilig, ich hab furchtbar eilig, schnelle Schachtel Streichhölzer. So, warum schreien Sie so? Ich bin doch nicht schwerhörig. Mit oder ohne Filter. Also das. Die haben ja in Ostfriesland auch schöne Sprichwörter so drauf. Wenn Silvester schneit, ist Neujahr nicht mehr weit. So, für Rätselfreunde gibt es ja auch Zauber-Sachen. Was ist das? Das ist 100 Meter lang und riecht nach Pommes frites. Das ist ein ostfriesischer Autobus oder so. Oder wisst ihr, wie man ein ostfriesisches U-Boot untergehen lässt? Hä? Oben auf den Deckel klopfen. Irgendein Idiot wird schon aufmachen. Kinder, ich hab mir sagen lassen, in den ostfriesischen Polizeirevieren ist es immer dann so eng, wenn die Bauern ihre Kühe zum Bullen bringen. Und hab ich mir sagen lassen, Kinder, das ist natürlich. Oder woran erkennt man, dass ein Bauernhof von einem Ostfriesen überfallen wurde? Hm? Mülltonnen sind durchwühlt, alle Hunde sind schwanger. Also das ist... Ne?
mitbekommen da oben. Da haben zwei Mädchen haben einen Surfer beobachtet. Und plötzlich kippt er um, fällt ins Wasser und schreit, Hilfe, Hilfe! Die eine hinterher zieht den raus, legt den hin, sagt zu ihrer Freundin, du, ich erlebe nicht mehr. Ich versuche es mal mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Kniet sich hier, sagt um. Der hat aber Mundgeruch. Das ist doch logisch, das hat den Verkehrten rausgezogen, der hat noch Schlittschuhe an. Guck mal. Kinder, es muss ja nicht immer Ostfriesland sein, wenn wir uns international bewegen. Zum Beispiel, ich war jetzt in West-Berlin, in keinem Restaurant eine Speisekarte zu finden, haben die Polen alle mitgenommen, verkaufen sie drüben als Science-Fiction-Romane. Das ist international. Zum Beispiel in Prag hat der Lehrer gefragt, wer nennt mir zwei Wärmequellen? Sagt eine Sonne und Kohlen. Richtig, und der Unterschied? Die Sonne verschwindet im Westen, die Kohlen im Osten. Wie in Prag, ein Tourist, ein Taxifahrer fragt, sind Sie frei? Sagt er, nein, Tscheche. Guck mal, das ist, ne? Da hat mal zum Beispiel ein Auslandskorrespondent, hat mal einen Tschechen gefragt, bezeichnen Sie die Russen eigentlich als Ihre Brüder oder als Ihre Freunde? Sagt er, als Brüder. Freunde kann man sich aussuchen. Guck mal, das ist, guck mal, ich spreche eigentlich... Meine Fans wissen das, ich spreche ungern über Politik, aber manchmal muss das sein. Wie in Ost-Berlin, der eine zum anderen sagt, was ist kurz, lustig und zum Sitzen? Sagt ein politischer Witz. Das ist... War zum Beispiel... Da gibt es da drüben, ich weiß nicht, ob ihr mal rüberguckt, so in die Röhre und so, da gibt es diesen vom Schwarzen Kanal, diesen Karl Eduard von Schnitzler. Ja, und da hat mal drüben jemand getroffen, sagt er, guten Tag, Herr von Schnitz. Sagt er, ich heiße von Schnitzler. Sagt er, können Sie mal sehen, wie schnell wir abschalten, wenn Sie auf der Mattscheibe sind. Und, ich habe ja auch gehört, dass man in der DDR sehr schlecht Skifahren kann, weil es da ständig bergauf geht. Und ja, sagt der eine zum anderen, ich habe jetzt einen duften Posten in der Partei, aber erzählt nichts meiner Mutter davon. Die denkt immer nur, ich wäre Stehgeiger im Freudenhaus. Nee, guck mal, zum Beispiel eine Schwimmerin hat bei der Olympiade, hat die also 3 Goldmedaillen gewonnen, wurde von Honecker empfangen. Nicht? Und er hat gesagt, für deine Leistung im Dienste des Staates hast du einen Wunsch frei. Sagt sie, ich wünsche mir, dass die Mauer für einen Tag verschwindet. Sagt der kleine Schelm, willst du mit mir allein sein, was? In Ost-Berlin sagt sie zu ihm, du, ich lese gerade in der Zeitung hier, die DDR ist die 6. Industrienation der Welt. Das muss ich gleich meinem Schwager in West-Berlin mal schreiben. Sagt er, das passt gut, dann kannst du ihn gleich bitten, unsere Rolle Toilettpapier zu schicken. Guck mal, in Ost-Berlin hat jetzt ein DDR-Bürger eine Aeroflot-Maschine entführt. Mit 100 Passagieren an Bord, die sind in Tegel, West-Berlin gelandet. Der hat seine Forderung durchgegangen, Herr Honecker. Sofort 4 neue Reifen für meinen Trabant und ich lasse alle Geiseln frei. Adam und Eva sollen ja Russen gewesen sein. Auch international, natürlich. Sie hatten kein Dach über dem Kopf, nichts anzuziehen, einen einzigen Apfel und das nannten sie Paradies. Den Unterschied zwischen Christentum und Kommunismus, kennt ihr? Das Christentum predigt die Armut, der Kommunismus verwirklicht sie. Nicht? Wie der eine sagt, kann Gott eigentlich der Partei beitreten? Ja, aber vorher muss er aus der Kirche austreten. Das ist klar. Da ist zum Beispiel in Moskau ist ja so ein amerikanischer Spion ist verhaftet worden. Der steht vom Richter und der hat den Richter gefragt, woran haben Sie erkannt, dass ich ein amerikanischer Spion bin? Ich spreche doch astrein Russisch. Das ist wunderbar. Ich spiele Balalaika besser. Kosakentanz. Ich trinke meinen Wodka aus Wassergläsern. Das ist alles richtig, aber bei uns gibt es keine russischen Neger. Das ist... Ne?
Das ist alles so ein klein bisschen international. Ich meine, wir haben vorhin ein klein bisschen, ich meine, das Thema Türken ist ja heiß. Aber da gibt es ja auch zauberhafte Sachen, nicht? Nicht? Wer ist das zum Beispiel, wenn so ein Türke auf so einer Mülltonne sitzt? Nicht? Das ist ein Hausbesetzer, aber richtig, auf zwei Mülltonnen, das ist ein Immobilienmakler. Ne? Und auf drei Mülltonnen, das ist einer, der gute Verbindung zur neuen Heimat hat. Wir sind im Baugewerbe gelandet, du. Und das ist ein wahnsinniges. Da hat ein kleiner Gastarbeiter hat in so einer Baugrube geackert, du. Und der hat da gewühlt, ruft oben der Polier rein: Komm mal rauf! Der krabbelt rauf und sagt: Bist du verheiratet? Sagt er: Ja. So, da kannst du wieder runtergehen. Kaum ist er unter, komm mal wieder rauf! Der kraxelt wieder rauf. Sagt: Hast du Kinder? Sagt er: Ja. So, da kannst du wieder runtergehen. Kaum ist er unter, komm mal wieder rauf. Der kraxelt wieder rauf. Sagt: Wie viele Kinder hast du denn? Sagt er: Sieben. Sagt er: Kannst du wieder runtergehen. Kommt der Bauherr und sagt: Mensch, das Kind nochmal, halten wir die Leute von der Arbeit ab. Oder was, von der Arbeit abhalten? Der bringt mit seinen Stiefeln mehr Dreck raus als mit der Schaufel. Kinder. Seien wir ehrlich, Freunde, das ist unsere Zeit. Und wenn wir ehrlich sind, einige gibt es ja, die sagen, also unsere Zukunft hat so wenig Zukunft, wie noch keine Zukunft gehabt hat. Und in 20 Jahren heißt es denn die gute alte Zeit. Nicht? Und ich muss mich an dieser Stelle schon von euch verabschieden. Die Zeit ist wieder um. Und ja, nein, ich habe auch eine freudige Mitteilung, ein Geheimnis darf ich euch anvertrauen. Die Schallplattenfirma Europa wird von diesem Abend, von diesem Band so viele Kassetten und Schallplatten herstellen, dass sie sogar verkaufen müssen. Und ich glaube, das ist ein schwacher Trost. In diesem Sinne, tschüss! Stimmung in der Eifelbar heute, meine Güte. Sag mal, hat hier jemand Konfetti gestreut oder wie sehe ich das? Aber nee, schön in der Eifelbar, was? Der eine trinkt Whisky, der andere sitzt so da, nicht? Aber ich glaube, wir kommen zusammen, Kinder. Also die Eifelbar, da haben die Wanzenflöhe. Also bei uns ist das wirklich eine ganz irre Stimmung hier. Ich merke das schon, ihr könnt auch alles, braucht nur mal auf die Speisekarte zu gucken. Hier gibt es ja alles, nicht? Ja, Matt heißt hier dicker Reis mit Goldfisch, nicht? Oder Lapskraus heißt hier eingeschlafene Füße, nicht? Hier gibt es ja Rhabarber in der Tube, also hier gibt es alles. Und der Kaffee, Kinder, und der Kaffee ist hier gar nicht so schlecht, wie ein nachher davon wird. Also ehrlich, hier, ehrlich, also hier, Haifischbar, hier kam einer rein, du, der sagt: Guten Tag, Herr Ober, ich hätte gerne eine Portion Austern. Sagt er: Bitteschön, ich hätte gerne eine Portion Austern. Sagt er: Warum sagen Sie nicht einfach eine Portion Austern? Sagt er: Wissen Sie, ich will Ihnen das erklären. Ich bin an der Gesellschaft zur Hebung und Verfeinerung der deutschen Sprache. Und deshalb sage ich, ich hätte gerne eine Portion Austern. So, da muss ich eben mal in der Küche nachfahren. Er kommt nach zwei Minuten wieder und sagt: Mein Herr, Austern sind nicht mehr da, aber wir sind eine Bohnensuppe. Na, ja, Zugabe, du. Zugabe. Da. Ja, nur wieder mit Zugabe. Das sagt meine Frau zu Hause auch immer, du. Und dann stehst du da mit deinem kurzen Hemd, was? Ja, ja, ja. Aber schön Stimmung. Also in diesem Laden ist immer was los. Wir hatten neulich sogar in der Haifischbar Gäste aus der DDR. Ihr glaubt es, die hatten ihr eigenes Bier mitgebracht, sonst hätten die gleiche Fahne wie wir nachher, nicht?
Ja, Kenner, das sind die ganz eigen. Und am Tresen passiert immer was. Hier saßen zwei Spanner am Tresen. Sagt der eine zum anderen, was machst du heute Abend? Sagt er, mal gucken. Also ehrlich, ihr... Ehrlich, hier am Tresen, da saß der dufte Blondierte. Ein ganz steiler Zahn. Ich sag, na Süße, wir beide wollen bestimmt das Gleiche. Oh, sagt sie, ja, lass uns eine Frau aufreißen. Ne? Ehrlich. Haifisch war, aber ihr kennt den Wirt nicht. Also den Wirt, von dem kann ich auch nicht sprechen, der ist im Moment im Keller, macht seinen Freischwimmer. Also, der lutscht die Eierkohlen rund. Also ein Typ wie, ein ganz wilder Typ, er sieht so aus wie Jimmy Glitch, der Mann, der nichts anhatte. Kennt ihr das? Also, ein ganz. Ich sag neulich am Tresen, sagt so zu ihm, ist schwül draußen. Sagt er, so soll reinkommen. Also ehrlich, dann, das ist ein verrückter Kerl. Ich sag, sag mal, wollen wir nicht mal wieder eine Runde Skat spielen? Sagt er, du, ich hab schon so lange nicht mehr geskatet und... Und wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß auch im Moment gar nicht, wo ich die Würfel hingelegt habe. Ja, Kinder. Ja. Ich weiß nicht, das war, also die Nummer hieß Seemannsgarn, aber was ihr, ich euch hier erzähle, ist ja kein Seemannsgarn, das habt ihr schon gemerkt. Ja, einige sind ein bisschen skeptisch, aber nein, es ist tatsächlich so. Also hier in der Haifischbar, der Kellner ging neulich durch den Saal und kratzte sich, sagt ein Gast, haben sie Hämorrhoiden? Nein, nur Overstolz und milde Sorte. Also... Unsere Spezialität hier im Laden ist ja der Mona Lisa Cocktail, nicht? Ein Glas und man wird das komische Grinsen nicht mehr los. Nicht? Also, ich weiß nicht, ob ihr das. Ja, unsere Tische vermehren sich ja auch nur, wenn sie gedeckt werden. Also, ehrlich, aber wir haben. Hier hatte sich neulich ein. Ehrlich, ein Gast hat sich hier neulich gehänseltes Goldbarschfilet bestellt. Also, wunderschön mit Pommes vom alten Fritz in jungem Öl. Also, wunderbar. Und hinterher ein Tässchen Blasentee mit Einlage. Also, der. Ja, und da sagt er zum Ober, Herr Ober, spielt Ihre Kapelle hier auch auf Wunsch? Ja, was wünschen der Herr denn? Ja, dass die Jungs mal einen Augenblick Halmer spielen, solange ich esse. Also, und das war, pass auf, das war ein ganz wilder Typ. Ich bin mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich sag, Sie sehen fürchterlich geschafft aus. Ja, sagt er, ich bin im Moment Strohwitwe. Hatte heute die große Wäsche, weißt du, und das Bunte und so. Ich sag, alles gut abgelaufen. Sagt er, ja, an sich alles ganz gut. Nur mit einem Hemd hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Das habe ich weiß in die Waschmaschine getan und braun kam das wieder raus. Ich sage, wie haben Sie denn gewaschen? Oder ganz normal mit Ariel. Ich sage, und wie? Sagt er, 60 Grad im Hauptwaschgang. Ich sage, das ganz normal. Ja, und? Wie viel Umdrehungen? Sagt er, 10.000. Ich sage, um Gottes Willen, 10.000 Umdrehungen? Da erschrecken sich ja die kleinen Weißmacher, dann bescheißen sie sich. Ist aber schön heute hier, Mensch, hier. Einige nehmen zum Applaudieren beide Hände, habt ihr schon gemerkt? Das ist, ja, das ist selten heute, das ist ganz selten. Also, hier kam eben einer rein, also mit so einem blauen Auge. Ich sag, Menschenskind, wo hast du das Pfeilchen her? Sagt er, von Paul Müller. Ich sag, von dieser miesen Type? Sagt er, bitte sprich nicht so von einem Toten. Also, ne, das, ja. Ja. Und ich sah zum Wirt so nebenbei, ich sag, guck mal da in der Ecke. Ist das nicht ein flotter Käfer? Ein ganz süßes Mädchen. Kommt von hinten die Stimme, das ist mein Sohn. Ich sag, entschuldigen Sie bitte, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Ich bin nicht der Vater, ich bin die Mutter. Meine Güte! Einmal noch nach Bombe. Ich würde sagen, einmal in die Haifischbar, Kinder. Hier weiß man ja auch sofort, wenn Monatsende ist hier im Laden. Dann lesen die Gäste immer die Speisekarte von rechts nach links, weißt du? Das, ja! Hier kann man sich, in diesem Laden kann man sich ganz beruhigt mal eine Flasche Wein bestellen. Wir haben alle Etiketten hier, weißt du, was überhaupt... Ja, Heringe, die unter den Hammer gekommen sind, heißen hier Schollen bei uns. Weißt du, ja, hier hatte sich eine, neulich sagt eine, Herr Ober, ich hatte Schweinebraten bestellt, ich möchte aber lieber einen Hammel braten. Da ruft der Ober in die Ausgabe, für das Schwein einen Hammel. Also hier ist ehrlich. Bei uns in der Haifischbar, aber Peter. Kinder, sei mal am Blick ruhig, pass auf, ich muss, hier saßen, hier kommen ja alle Gäste, wir haben ja von den obersten Schichten, jetzt sagen zwei Ärzte saßen hier am Tresen, schon richtig voll bis zum Stehkragen, sagt der eine, ich hatte neulich einen Patienten, du glaubst es nicht, er ist in eine Mistforge gefallen, beide Augen weg, ich habe dem zwei Glasaugen eingesetzt, er kann wunderbar durchgucken wieder. Der sieht, Kinder, der sieht besser als vorher, sagt der eine, das ist gar nichts, Mensch, ich hatte neulich einen Patienten gehabt, du. Das glaubst du nicht, beim Arbeitsunfall die linke Hand verloren. Ich habe ihn Kuhäuter angenäht. Der ist wieder voll im Einsatz und gibt jeden Tag 5 Liter Milch. Ja, mal ruhig. Da sagt der eine, du, ich glaube, meine Ameise hat eine Zahnlücke. Noch ein Wort und du schluckst Zähne. Wer hat denn das gesehen, sagt der mit den Glasaugen.
Meine Güte. Aber ist schön hier. Also hier, neulich kam hier, das muss ich euch erzählen. Ich stand hier so nichtssagend am Tresen rum, das kann ich ja, weißt du. Und da kam der Hund vom Wirt, also so ein Hund wie eine Kommune. Also, für eine, also ihr kennt das, ein Hund für 6 Personen, kennt ihr, also wo er bellt, ist vorne. Ihr kennt das ja, also der hatte diese Jalousetten runter, weißt du. Na, und der hat mich wohl mit einer germanischen Eiche verwechselt, weißt du. Hebt sein Bein an meinen frisch gebügelten Jeans und benässt mich. Nun bin ich ja selbst sehr tierliebend. Ich habe ja zu Hause ein paar Filzläuse, weißt du, und gebe dem Hund ein Stück Zucker. Sagt der Wirt, das finde ich komisch. Der macht dich nass, du gibst ihm ein Stück Zucker. Ich sage, ja, ich will nur wissen, wo vorne ist. Jetzt kriegt er einen Tritt in den Hintern, du. Ehrlich, und pass auf. Sagte, du, das lässt du ganz schön sein. Mein Hund ist nämlich ein kostbares Tier. Der ist unheimlich clever, unheimlich intelligent. Wenn du dem 3 Mark gibst, dann geht er zum Zigarettenautomaten, holt dir eine Packung raus. Ich sag, das glaube ich nicht. Ich habe ihm 5 Mark gegeben. Weder Hund noch Zigaretten sind dort. Bei 5 Mark, da geht er auch ins Kino, du. Naja, sind ja unsere Frauen. Schweres Schicksal, was für die Männer an der... In Turning, das ich, nein, ich kann es verstehen. Aber ich muss in die Haifischbar zurückkommen, Kinder. Es führt kein Weg dran, weil hier passiert ja so viel. Da sagt der eine zum anderen, sagt er, kennst du eigentlich noch meinen Urgroßvater? Sagt er, warum? Ja, weil du seine ganzen Witze erzählst. Guck mal, das in der Haifischbar passiert sowas. Da sagt er, nur, du halt mal ganz schnell deine Brotritze. Ich erzähle dir jetzt eine Story. Das glaubst du nicht. Ich habe vor 10 Jahren, habe ich mal ein Mädchen kennengelernt und geheiratet. Ihr glaubt es nicht. Und nach der Hochzeit bin ich auf längere Geschäftsreise gegangen. Nicht? Unterwegs habe ich ihr einen schönen Brillantring gekauft, ein wunderschönes, kostbares Stück. Und als ich auf dem Weg nach Hause war im Zug, habe ich in der Zeitung die Todesanzeige meiner Frau gelesen. Ehrlich, ich war so erschüttert, so traurig. Als der Zug über eine Brücke fuhr, da habe ich vor lauter Trauer den Ring in den Fluss geworfen. Und letzte Woche hier in der Haifischbar, da habe ich hier einen Hering gegessen und ich beiß auf was Hartes. Was meinst du, was drin war? Nee, eine Grete. Ja, das passt gar nicht zu dieser Nummer, die ich jetzt erzählen will. Also ihr glaubt das gar nicht. Hier kam einer rein, wollte neulich für ein Trinkerheim sammeln. Da hat der Wirt gesagt, eine Frechheit. Was brauchen die Jungs ein Heim? Die sollen in der Haifischbar saufen. Ne? Ja, ist viel dran. Und der Wirt, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Wirt ist zwar klein, aber alt. Der hat jetzt seinen Pass weggeworfen, hat sich schätzen lassen. Neulich war ihm seine Ölrechnung zu hoch. Da hat er oben einfach ein Stück abgeschnitten. Also das eigentlich, ehrlich. Der Wirt, ein ganz verrücktes Huhn. Ich sag neulich zu ihm, du, ich habe in der Zeitung gelesen, der Vesuv ist schon wieder ausgebrochen. Sagt er, ja, die Gefängnisse ist auch nicht mehr das, was ich früher mal war. Ne? Und Kinder, er kann davon ein Lied singen. Denn das kann ich erzählen, er hat ja mal selbst, also im Café Viereck, gesiebte Luft und karierten Sonnenschein inhaliert. Und ja, also da hat er immer Sachen gefunden, die andere noch nicht verloren hatten. Ihr kennt das. Also, und da hat er damals zum Gefängnisdirektor gesagt, ich glaube, mein Zellengenosse ist andersrum. Sagte, wie kommen Sie darauf? Ja, der hat gesagt, wenn er rauskommt, legt er mich um. Also wenn der Typ, ehrlich, wenn der Typ gewusst hätte, was aus dem Leben aus ihm wird, ihr glaubt es nicht, dann hätte er sich schon kurz an der Geburt an der Nabelschnur aufgehängt. Ich glaube, ich hocke im Spargel. Hier ist ja eine Stimmung, du. Wie auf dem Zentralfriedhof von Chicago, Mensch. Das ist ja... Also, es gibt doch ein Leben vor dem Tode. Ich habe ja vorhin reingeguckt, da habe ich noch gedacht, na, ich war skeptisch. Der Einzige, der gut aufgelegt war, war der Telefonhörer, weißt du. Und habe ich noch gedacht, Junge, kauf den Strick, er schießt sich da, wo das Wasser am tiefsten ist. Und jetzt fliegen mir die Suppenhühner von den Augen. Also, aber Kinder, bevor wir loslegen, habe ich eine... Mitteilung für einen Autofahrer, der Fahrer des Wagens HHLY kann sich heute Abend sinnlos besaufen. Sein Wagen stand im Halteverbot, ist gerade abgeschleppt worden. So, das war das. Ja, Freunde, ich komme ja nur auch gerade aus Flensburg, ich habe oben meinen Führerschein besucht und ja, ich habe mir 3 Punkte für meine gelbe Armbinde geholt und ja, ich hatte ein bisschen Ärger mit der Polizei, weißt du, ich habe da meinen Wagen in der Waschanlage gewendet, das wollten die nicht. Und an der Autobahn, da stand so ein Übertyp, weißt du, so, der sah so aus wie die Schwester von Zwerchnase, weißt du, mit dieser
typischen Daumenbewegung, nicht? Können Sie mich mitnehmen? Ich sagte, machen Sie mal den Mund auf. Ah! Ich sag weiter, ah! Ich sag noch weiter, sagt er, weiter geht nicht. Sag, dann kann ich Sie auch nicht mitnehmen, Sie passen nicht auf meine Anhängerkupplung. So, Freunde, es ist... Freunde, und ich war da, also... Ich meine, Flensburg ist eine Reise wert, also nicht wegen dieser nordischen Freudenamsel da oben, aber... Also Flensburg, eine schöne Stadt, ich war da oben in einem Lokal, also, oh, das war so dunkel. Ehrlich, das war dunkler wie so einem alten Kohlensack, weißt du, also man konnte die Hand nicht hinter dem Rücken sehen, könnt ihr vorstellen? Nun wollte ich mir ja so ein bisschen den Staub aus den Nebenhöhlen spülen, ich hatte mir einen polnischen Landwein bestellt, das ist ein Wodka mit vorgelutschtem Eis, weißt du, und... neben mir, da saß so ein Typ, der setzte sich den Hut noch mit dem Kran auf. Also ihr kennt dies, also ganz, ganz wilder Typ. Ich sag, Sie sind schön braun. Waren Sie in Urlaub? Ja, ich war auf Teneriffa. Ich sag, wo liegt denn das? Da weiß ich, bin hingeflogen. Also und, ich sag, wie hat's Ihnen im Urlaub gefallen? Sagt er, toll, ich habe zum ersten Mal an einer Fata Morgana gebadet. Also das war so schön. Ich sag, was machen Sie denn heute Abend hier so? Sagt er, ich feiere den 10. Jahrestag der Machtergreifung durch meine Frau. Und ich sag, Sie haben aber einen Schluck drauf, Mensch. Ja, sagt er, ich war bei den letzten Olympischen Spielen, war ich Meister im einarmigen Reißen in der Viertel-Liter-Klasse. Und ich sag, was machen Sie beruflich so? Sagt er, ich bin Direktor einer Konservenfabrik. Ich sag, ARD oder ZDF? Und sagt er... Sagt er, ich habe beruflich ja schon viel hinter mir. Ich habe meine Zeit lang Schrauben angezogen, da war ich Modeschöpfer, nicht? Und dann habe ich im Spielwarengeschäft habe ich Schaukelpferde eingeritten. Also ich habe schon viel. Eine Zeit lang hatte ich 2000 Leute unter mir. Da war ich Friedhofsgärtner. Also ich habe schon, nicht? Dann war ich Zuchthausdirektor, da hat sie mich fristlos entlassen. Ich habe meiner Schwiegermutter gezeigt, wie der elektrische Stuhl funktioniert, nicht? Also alles. Kinder, der Typ hatte das echt faustdick hinter den abstehenden Löffeln. Also er war ja so vornehm, er sprach durch die Nase, um die Zähne zu schonen. Also ganz vornehm. Ich bin richtig mit ihm ein bisschen ins Plaudern gekommen. Und ich sagte, ach, die heutige Zeit, sagt er, die heutige Zeit. Zum Beispiel diese Partnerwahl per Computer finde ich ja menschenunwürdig, sagt er. Sagt er, ich habe meine Frau noch ganz normal beim Pokern gewonnen, sagt er. Sagt er, Und wissen Sie, meine Frau, über die kann ich ja plaudern, sagt er. Meine Frau, die hat hier irgendwo ein Leck im Chassis. Also die hat irgendwo, der ist mal, also irgendwo eine Nadel aus der Tanne gefallen. Und die hat, ja, die hat sich ja nur eine Peperoni auf den Fernseher gelegt, damit sie ein scharfes Bild kriegt. Also die hat ja auch, ne? Die hat ja immer ein paar leere Flaschen im Kühlschrank. Sie sagt, das kann ja mal ein Gast kommen, der nichts zu trinken haben will. Ne? Und sagt er... Ehrlich. Und sagt er, meine Frau, die hat ja gerade, sagt er, die hat ja gerade eine Diätkur hinter sich. Also die ist jetzt so mager. Also wenn die ihren Pelzmantel anhat, sieht sie aus wie ein Pfeifenreiniger. Also ehrlich. Die, ja, ehrlich. Meine Frau, sagt er, die hat den schönsten Mund, weit und breit. Also ehrlich, die, ja. Und eine Zunge hat die kann einen Brief zukleben, wenn er schon im Briefkasten ist. Pass auf, es ist ja. Und, pass auf. Also mir kam echt der Staunemann aus den Augen, nicht? Ich sag, junger Freund, mir schwillt da immer noch eine Frage im Gebeiß. Wissen Sie, spielen Sie eigentlich Golf? Sagt er, ja, mit Begeisterung. Ich sag, würden Sie mit mir auch mal eine Runde spielen? Sagt er, natürlich, ich komme morgen zwischen 8:15 und 8 bin ich da. Punkt 8 wäre er da. Spielte rechtshändig und gewann. Ich sag, toll, wie Sie spielen. Geben Sie mir eine Revanche? Sagt er, natürlich, morgen zwischen 8:15 und 8. Punkt 8 war er da, spielte linkshändig, gewann. Ich sag, toll, nach welchen Kriterien, nach welcher Methode spielen Sie? Oh, so, das ist natürlich ganz einfach. Wissen Sie, wenn ich morgens aufwache, nicht, meine Frau liegt auf der linken Seite, spiele ich linkshändig. Liegt sie auf der rechten Seite, spiele ich rechtshändig. Ich sage, und wenn sie auf dem Rücken liegt, sagt er, dann komme ich erst 7:45. Also, es ist ja... Freunde, ihr habt wieder gemerkt, ich habe heute Abend wieder brillante Reinfälle und... Ja, also, da hat vorhin einer draußen gesagt, der Fips Asmussen, der hat immer so eine phänomenale Merke. Sag mal, wo hat der eigentlich seine ganzen Einfälle her? So, da weiß ich auch nicht. Ich habe nur gehört, der soll seine Ohren für 1 Million versichern lassen. Also, der ist, und
Also Kinder, nehmt die Prothese raus heute Abend, das Spielbein da vorne, die Hand aus der Tasche. Nicht, fangt an zu denken, macht das Dach auf. Nicht? Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen. Nicht? Kinder, und sollte es heute Abend etwas frecher werden, denkt immer daran, Moral ist nur die Schwäche des Gehirns und da ist was dran, glaubt mir das. Nicht? Ja, aber Kinder, aber ich muss testen, was wollt ihr hören? Ja, zieht euch die anständigen Sachen, schlaft ihr doch ein. Nicht, bei den unanständigen Sachen laufen die Frauen raus auf Klo, schreiben sich alles auf. Nicht, das sind, ja, Kinder. Und, nicht? Aber ich habe mir für heute Abend auch wieder ein paar Sprüche aus den Rippen geleiert. Und zum Beispiel, das Herz vor Freude schneller puckert, wenn man die Frühstückseier zuckert. Oder so. Oder willst du wirkungsvoll verhüten, nimm Melitta Filtertüte. Freunde, ich bin ja nur auch in dem Alter, wo die Frauen Geld vermuten. Und gestern hat mich erst die Brigitte angerufen, obwohl ich die schon 3 Jahre nicht mehr lese. Und ja, ich bin jetzt umgezogen, über mir ist eine Kellerwohnung frei geworden. Und ja, bei uns, Kinder, bei uns ist die Luft ja so sauber. Ich werde jeden Morgen von einer Drossel geweckt, die sitzt auf der Fensterbank und hustet. Also ich springe immer mit den ersten Sonnenstrahlen aus dem Bett. Das liegt daran, weil mein Schlafzimmerfenster nach Westen liegt, weißt du? Und guck mal. Wie mein Nachbar neulich so schön sagt, du zum Frühstück. Ja, da brauche ich immer eine Flasche Whisky, eine Mettwurst und einen Hund. Ich sage, wozu denn den Hund? Ja, einer muss ja die Mettwurst fressen. Also ehrlich. Also ehrlich. Und mit dem Hund war der neulich in der Kneipe. Und da sagt er zur Wirtin, mein Hund, der ist super intelligent. Also mein Hund, der kann alles, der kann sogar eine Frau glücklich machen. Das glaube ich nicht. Du nimm mal hier den Putz aus dem Kopf raus, das will ich aber wissen. Die gehen da hinten nach nebenan, die Wirtin entblättert sich. Der Hund regt sich überhaupt nicht. Ich sage da so, Bello, jetzt zeige ich sie zum letzten Mal. Ja. So. Und da kam neulich in die Kneipe eine rein, du, so eine alte Jungfer, Schattenkabinett im Mund, weißt du. Die hat den Hals wie so ein Puder nach dem 4. Weihnachtsfeiertag, weißt du. Also, ja, schöner Mantel, katholischer Mufflon, selbst gehäutet, also ein wunderschönes Stück. Also ehrlich. Ja, und auf ihrer Schulter saß so ein bunter Papagei. Und plötzlich mit einem schrillen Hinterhofsopran sagte sie, Jungs, herhören, wer errät, was ich auf der Schulter habe, darf mich einmal umsonst lieben. Da ruft er von hinten, ein Nilpferd. Sagt er, na Kleiner, das will ich gerade noch mal gelten lassen. So, Freunde. Nee, Kinder, das ist ein Typ. Ich sag neulich zu ihm, wie geht's? Sagt er, 2-mal die Woche. Ich sag, nein, ich mein zu Hause. Aber zu Hause geht's überhaupt nicht mehr. Also, ehrlich. Also, Kinder, früher hat meine Frau in schwierigen Situationen ja immer gesagt, Schätzchen, das steht ganz bei dir. Heute sagt sie ihm, das hängt ganz von dir ab. Nee, guck mal, ja. Sagt er, meine Frau, die hat ja 100 Meter vom Bett schon Warndreieck aufgestellt. Also, sagt er, und deshalb muss ich ja von Time to Time meine Augen verwöhnen, sagt er nicht. Ich liebe ja auch nur Teenager. Ich sag, warum das denn? Ja, die wissen doch nicht, dass es zum zweiten Mal auch noch geht. Und, sagt er, wir Männer brauchen ja 2 Frauen. Eine dünne, mit der wir angeben, eine dicke, mit der wir uns abgeben, nicht? Und, ja. Also, ehrlich, der. Also, der läuft jedem Rock nach, du. Der läuft jedem Rock nach. Neulich hat er vom Schotten eine Tracht Prügel gekriegt. Also, ehrlich, der. Der hat ein Liebesleben. Also, der hat sich in so vielen Kleiderschränken schon versteckt. Der ist mit allen Motten per Du. Also, ehrlich. Ja. Wenn er nachts im Bett liegt, Gewitter und es blitzt und donnert, springt er aus dem Bett und sagt, ich kauf die Negative. Also, ehrlich, der ist. Ja. Da sitzt er neulich wieder am Tresen und trinkt so ein Schälchen abgelagertes Wasser, weißt du, und sagt sein Nachbar zu ihm, also ich habe im letzten Krieg mit 10 Liter Benzin ein U-Boot versenkt. Sagt er, das ist gar nichts, ich habe im letzten Krieg einen Flieger mit dem Mistgabel runtergeholt. Sagt er, aus der Luft, nee, von meiner alten. Also bei uns, Kinder. Genau,
Sag mal, meine Frau, die hat mir jetzt zum Geburtstag eine Flasche Aftershave geschenkt. Die war ein Quatsch, aber rasiere ich mich nur im Gesicht. Ne? Da macht seine Frau neulich am offenen Fenster Freiübung, sagt er, Alte, zieh die Gardinen zu, so dingen die Nachbarn, ich hätte dich nur wegen deines Geldes geheiratet. Ne, also ehrlich, ja, er ist ja ein echter Kavalier, begleitet seine Frau immer mit dem Sonnenschirm beim Rasenmähen, also da ist er ja. Da sagt seine Frau neulich, Schatz, ich lese hier in der Zeitung, in Afrika, da gibt es doch wilde Stämme, die verkaufen eine Frau für 50 Mark. Sagt er, das ist ja Wucher. Das ist ein Typ und ein unverbesserlicher Optimist, geht er neulich aufs Standesamt und fragt, ob sein Ehevertrag verjährt ist. Also nur, also ehrlich. Und seine Frau hat ihn ja neulich mit einer Blondierten in Flagranti im Bett erwischt. Sagt der Schatz, lass dir erklären, das ist eine Anhalterin, die habe ich mitgenommen, weil sie nichts zu essen habe, habe ich ihr ein bisschen aus unserem Kühlschrank gegeben, was wir nicht mehr brauchen. Und dann hatte sie diese ausgelatschten Schuhe an, ne? Und da habe ich ihr ein paar von dir gegeben, die du nicht mehr brauchst, nicht? Und dann hat sie so schmutziges T-Shirt, habe ich ihr Bluse von dir gegeben, die du nicht mehr brauchst. Und dann hat sie gefragt, ob es noch irgendwas anderes gibt, was du nicht mehr brauchst, nicht? Und aber es ist ja... Neulich wollte er seinem Vertrauensarzt überlisten, nimmt dieses ominöse Urinröhrchen, lässt erst seine Frau, dann den Hund, dann die Katze. Zum Schluss plätschert er selbst noch was oben drauf, nicht? Der Arzt untersucht diesen Cocktail und sagt, mein lieber Freund, von Ihnen weiß ich jetzt alles. Ihre Frau geht fremd, ihr Hund die Staub, ihre Katze kriegt jung und Sie gehen morgen wieder zur Arbeit, du. Das ist ja... Genau. Und sein Arzt, das ist eine echte Kalamität. Also sein, der Arzt hat immer operiert, wird was auf den Tisch kommt. Also der hat ja auch sein... Sein Arzt, der hat goldene Hände. 100 Operationen, hat sich noch nie in den Finger geschnitten. Also, dein Arzt. Sagt er neulich nach der Untersuchung, Sie haben ja eine Armbanduhr im Magen. Wussten Sie das? Sagt er, ja, das wusste ich. Hatten Sie nie Schwierigkeiten? Doch, sagt er, beim Aufziehen. Also, es ist ja... Sagt er, rauchen Sie denn viel? Sagt er, ja, 80 Stück am Tag. Sagt er, um Gottes Willen, da rauchen Sie ja von morgens bis abends. Sagt er, nein, von mittags bis abends. Sagt er, was machen Sie bis mittags? Sagt er, husten, Herr Doktor. Also der hat, genau. Ich sage immer, der hat irgendwo einen Knick im Kragen. Also das liegt daran, der hat mal versucht, in einem Lokal die Drehtür zuzuschlagen. Nicht? Also der... Also Kinder, der sieht nicht nur dämlich aus, also für den ist ein Gehirnschlag ein Schlag ins Leere. Also der, ja. Kinder, der würde sogar in einer Sauna erfrieren. Also ehrlich, der, ja. Der benutzt seine Rübe ja nur als Hutständer, ihr kennt das. Also, und mit ihm habe ich Sachen erlebt. Neulich kommt er mit dem Fahrrad an, lässt die Luft hinten aus dem Hinterreifen. Ich sage, warum das denn? Ja, der Sattel ist mir zu hoch. Also nur, ne? Nur solche Sachen. Sagt er zu mir, weißt du eigentlich, woran man englische Flugzeuge erkennt? Ich sag, keine Ahnung, die fliegen links. Also das ist ja, Kinder, das ist ein Typ, da fährt er neulich mit seinem Auto vor Tankstelle, schraubt den Verschluss auf, pinkelt rein, sagt ein anderer, das ist doch nicht normal. Sagt er, nein, das ist super. Es ist ja... Sagt er neulich so schön zu mir, du, ich arbeite jetzt bei VW in Wolfsburg. Ich sag am Band, nee, kann frei rumlaufen. Ne? Da sagt seine Frau morgens zu ihm, Schatz, du liegst ja verkehrt rum im Bett. Sagt er, Gott sei Dank, hab schon gedacht, ich hätte Kopfschmerzen. Ne? Also ehrlich. Und er ist ja wirklich, also er hat es ja hier oben, muss ich also ganz ehrlich sagen. Und bei der Examensprüfung hat der Professor gefragt, junger Freund, sagen Sie mir den großen Franzosen, der General war, später Konsul und dann Kaiser wurde. So, das weiß ich nicht, Herr Professor. Napoleon Bonaparte. Der steht auf, sagt, wo wollen Sie denn hin? Sagt, ich wollte rausgehen, ich dachte, Sie hätten den Nächsten gerufen. Also, der war ein bisschen schwieriger, geht es zu, oder? Nein, Kinder. Kommt er neulich mit dem Kuhflan in der Hand nach Hause und sagt zu seiner Frau, du Alte, du guck dir an, wohin ich eben reingetreten bin. Also ehrlich, nur... Hä?
er kauft sich auch nur runde Suppenwürfel, weil er die eckigen so schlecht runterkriegt. Also das ist ja... Was der alles schon gemacht hat, der hat sogar beim Formel-1-Rennen auf Nürburgring teilgenommen. 100 Mal an die Box, einmal wegen Reifenwechsel, 199 Mal, um nach dem Weg zu fragen. Also ehrlich, er ist... Der hängt da neulich an der Schranke, oben. Sagt der Werder, was machen Sie denn da oben? Sagt er, ich messe die Schranke. Das können Sie doch besser, wenn sie unten ist. Nein, ich brauche die Höhe, nicht die Breite mit. Also das ist ja... Das ist, Kinder... Das ist ein ganz verrückter... Also ein Typ, der spielt mit Rouladen-Jojo. Also so ein Typ ist das. Neulich ist ein Juweliergeschäft ausgeraubt worden. Und da sagt der Richter zu ihm, Zeuge, Sie haben den Überfall da beobachtet, schildern Sie den Vorgang. Ja, sagt der Richter, das war so, da fuhr so ein Lieferwagen vor und da stieg ein Elefant aus. Ne? Und der rammte seinen Schädel in das Schaufensterfenster, räumte mit dem Rüssel alles aus, rein in den Wagen, weg war er. Ja, haben Sie den denn erkannt? War das so ein indischer Elefant mit so kleinen Ohren oder so ein großer afrikanischer Elefant mit so riesigen Lappen? So, das konnte ich nicht erkennen, Herr Richter, der hatte eine Pudelmütze auf. Ne? Und, gibt es nicht verrückte Sachen, Kinder? Ach ja, da kommt er neulich in seine Kneipe und sagt zum Wirt, Paul, gib mir mal eine Mark, ich muss mir ein paar Zigaretten ziehen. Sagt er, hier hast du eine Mark, aber geh da vor, die wird um, das ist meine letzte. Na, der geht in den Automaten, sagt, die ist ja krumm, die geht ja gar nicht rein, sagt er, kann dich helfen, um meine letzte. Aber wenn du unbedingt rauchen musst, dann geh da nebenan zum Schmied, der haut dir die breit. Der kommt nach 5 Minuten wieder, sagt er, gib mir mal 20 Pfennig. Sagt er, wofür das denn? Ja, das Breitklopf, du hast 1,20 Mark. Also es ist ja... Ach ja, sagt er neulich so schön, also ich fahre ja am liebsten mit der Bundesbahn, ne? Ich sag, ja, du hast ja auch so verbummelte Züge, nicht? Nein, sagt er, weil die alles haben. Die haben ja alles. Nicht, am Speisewagen kannst du speisen, am Schlafwagen kannst du schlafen, die am Triebwagen, sagt er, die haben ja alles. Und, pass auf, und seine... Ja, und seine Frau und seine Großmutter haben mich ja mal zum Bahnhof gebracht. Und sagt seine Frau, Schatz, jetzt fährst du so lange und so weit weg, ich habe überhaupt kein Foto von dir. Und dann sagt er, ich habe nur eins, aber das kann ich dir nicht geben. Das haben wir damals auch auf Sylt am Nacktbadestrand aufgenommen. Sagt er, gib mir doch die obere Hälfte. Na, da reißt das durch, gib mir die obere Hälfte. Sagt die Oma, so, und für deine Großmutter hast du kein Foto? Na, denkt er, die Alte kann sowieso schlecht gucken. Der gibst du einfach die untere Hälfte, ne? Oma guckt sie dann an und sagt, ja, ja, genau wie Opa, immer unrasiert und der Schlips hängt schief. Er gibt ja seinen Kindern noch immer Knoblauch zu essen, nicht? Damit er sie auch im Dunkeln finden kann. Und hat er neulich zu seinem Sohn gesagt, du, nicht an den Nägeln kauen, bei der Venus von Milo hat es auch so angefangen. Nicht? Und ja, da hat er mal zu seinem Sohn gesagt, hör mal zu, Sonny Boy, ich werde dir jetzt die Bedeutung der Finger erklären. Pass auf, das ist der Daumen, den wirst du später mal brauchen zum Geld zählen. Das ist der Zeigefinger, der ist auch wichtig, damit teilst du die Arbeit ein. Du machst das, du machst das, du machst das. Der Mittelfinger, das ist der Damenfinger. Das ist der Ringfinger. Das ist der Ringfinger, da haust du die großen Klunker drauf, wenn du viel Geld verdient hast. Und das ist der Kleine zum Kratzen, Nase, Ohr und so weiter. Ja, sagt der Papa, das ist mir alles klar, das läutet mir alles ein, aber mit dem Damenfinger. Wie ist das zu verstehen? Sagt er, mein Junge, ich werde es dir in Ruhe erklären. Pass auf, du wirst in die Jahre kommen, da wirst du ein junges Mädchen kennenlernen. Ihr werdet euch sehr mögen, sehr lieben und wie es der Lauf der Welt wird, ihr werdet irgendwann im Bett landen. Hinterher wird sie sagen, Schatz, es war sehr schön. Es war so schön mit dir, wirst du mich auch heiraten? Dann nimmst du den Mittelfinger, tippst dir gegen die Stirn und sagst, ich bin doch nicht verrückt, Mensch. Ja. Ihr habt Böses geahnt, ne? Da hat der Kleine mal in der Schule gesessen, sagte die Lehrerin, zum Schulbeginn, Kinderchen, ein Rätsel ist. Grau, groß, hat 4 Beine, ein Rüssel, was ist das? Ein Elefant, verlieren, richtig, Fritzchen, verlieren, darf ich Ihnen auch mal ein Rätsel aufgeben? Schieß los, Fritzchen, verlieren ist grün, hat 4 Beine und 27 Federn, was ist das? Sagt sie, weiß ich nicht, aber Fritzchen, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendetwas sowas mit Vögeln zu tun hat. Richtig, das ist nämlich unsere Couch. Da hat man der Lehrer gesagt, Kinderchen, was ist euch das Liebste auf der Welt? Du hier vorne, sagt er, meine Mami, fein, für dich, mein Fußballerlehrer, auch schön, Fritzchen, für dich, ach, Herr Lehrer,
wenn Sie mich so direkt fragen, ich würde sagen, ein schönes, nacktes, junges Mädchen. Sag mal, hör mal zu, du lause Bengel, du bist erst 8 Jahre alt. Gib mal dein Heft her. Ich werde dir etwas hineinschreiben, das wirst du von deinem Vater unterzeichnen lassen. Morgen erzählst du mir, was er dazu gesagt hat. Da kommt am nächsten Tag, was hat dein Vater gesagt? Ach, Herr Lehrer, ich möchte es Ihnen kurz schildern. Wir haben uns in den Salon gesetzt, der Vater hat das Schreiben gelesen, wir haben uns einen Mocker eingeschenkt, wir haben drüber diskutiert. Wir haben uns eine dunkle Havanna angezündet. Wir haben weiter diskutiert. Wir haben uns einen Scotch eingeschenkt, on the rocks, mit etwas Soda. Wir haben weiter diskutiert. Herr Lehrer, wir sind zu dem Schluss gekommen, Sie müssen schwul sein. Hallo. Freunde, ich sage jetzt erstmal NZD nichts zu danken. Bis zur zweiten Halbzeit verabschiede ich mich mit dem Morgengebet einer Frühreifen. Früh morgens, wenn die Sonne scheint, die Vöglein fangen an zu fliegen. Mama steht nach den Vögeln auf, Papa bleibt noch liegen. Freunde, danke. So, ich habe eben schnell hinten noch den Schnarchemann gemacht. Ich habe eine satte Wimper gepofft, sagt man ja heute. Ich habe da meinen Kaffee getrunken. Ich sage zum Wirt, wo ist der denn her? Sagt er, aus Brasilien. Ich sage, toll, und dann noch so heiß. Also, aber ihr merkt, der Wirt hat das Licht gelöscht. Er sagt immer, wo viel Licht ist, ist auch eine hohe Rechnung. Aber ich finde es schön, man kann das heute Abend mal sagen, Kinder. Dass wir Elektrizität haben. Das ist. Ja, sonst müssen wir, sag mal ruhig, sonst müssen wir, also bei Kerzenlicht fernsehen. Ist doch so, oder nicht? Ja! Ne? So, ich habe aber trotzdem noch eine sehr ernste Durchsage. Der Fahrer des offenen Mercedes-Cabriolets mit den schweinsledernen Sitzen möchte dringend rauskommen. Eine verirrte Wildsau vernascht gerade den Beifahrersitz. So, das war so. Aber ihr merkt, ein Triumph jagt bei mir den zweiten und also ich möchte mich küssen manchmal, also ehrlich. Nein, ich habe gute Laune heute. Ihr merkt es, mein Fräulein Mutter ist gestern eingesegnet worden und ich war ja heute, ich war heute Nachmittag in einer gemischten Sauna, also war sehr nett. Ich kam da rein, da lacht eine Blondierte, also oh, eine von den Frauen, also die für einen Nerzmantel alles tun und nachher kriegen sie nicht mehr zu, weißt du? Kinder, meine entzündete Netzhaut meldete mir sofort, Junge. Der sollte es auch mal von hinten durch die Arme greifen. Ich habe mich vorgestellt, sag, gestatten Sie, mein Name ist Fips Asmussen, sagt sie, angenehm, Adelheid Meier. Ich sag, das freut mich, sagt sie, das sieht man. So. Kinder. Also ihr merkt daran, man sollte unseren Damen häufiger mal das Höfchen machen. Das ist wichtig. Ich habe ja eben in der Tropfsteinhöhle noch schnell mit der Toilettenbaumbauworte gewechselt. Und sagt sie, Fips, so vorm Auftritt bist du immer nervös und zerstreut. Ich sage, überhaupt nicht. Ja, warum bist du dann auf der Damentoilette? Ich sag, Mädel, mal eine andere Frage. Warum sind hier auf der Damentoilette viel mehr Sprüche an den Wänden als auf der Herrentoilette? Ja, sagt sie, das liegt daran, weil die Damen ja beide Hände frei haben. Also die Frau, Kinder. Die Frau ist wirklich eine nette. Neulich wurde sie angehalten, sagt der Polizist, aber gnädige Frau, mit 80 durch die Stadt, sagt die Wachtmeisterin, ist doch nur der Hut, der mich so alt macht. Es ist ja, komm mal, die Frau hat ja auch alles. Nicht? Die hat also Rheuma unter den Lamellen, Lidschatten an den Hühneraugen, also die hat alles. Die hat, also wenn die Schweizer Käse ist, kann sie durch die Löcher weiterreden. Also die ist, ja, verwendet ja auch das Intimspray der Ostfriesen, Paral, also sie ist wirklich eine Dette, hat immer ein bisschen, die hat ja Kinder, die hat ja auch immer ein bisschen Heimtücke im Blick, also ich, deshalb kenne ich sie eigentlich nur vom Wegsehen. Sie sieht also immer so aus wie so ein zertretenes Sparschwein. Ich sag neulich zu ihr, Mädel, du bist eigentlich steinreich, aussehen tust du immer wie eine Konkursmasse. Also ehrlich, das ist, ja, ach, sagt sie, mein lieber Freund, sagt sie, ich bin sowas vom Parterre mit den Nerven im Moment. Ich sag, Mädel, hör auf, mir die Flügel zu schlagen, nicht? Also lass mal hier schön was aus den grauen Zellen entweichen. Was ist los? Du bist geschafft, du bist gestresst, hast du deine Handtasche aufgeräumt oder was ist los? Ne?
Sagt sie, nein, ich habe meinen Mann angesteckt. Ich sage, Grippe, nein, Streichhölzer. Sagt sie, und deshalb war ich heute Nachmittag im Beerdigungsinstitut und habe gesagt, mein Mann wünschte sich zu Lebzeiten immer ein Seemannsgrab. Aber ich habe leider nur 500 Mark. Oh, der Bestattungsunternehmer, kein Problem, gnädige Frau, für den Betrag spülen wir die Toilette runter, allerdings ohne Musik. Ich sage, Mädel, nimm es nicht so tragisch, nimm den Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Nicht? Es ist doch so, ich sage, wenn jemand gestorben ist, ist es noch kein Beweis dafür, dass er auch gelebt hat. Und da ist was dran, Kinder. Aber sie ist intelligent, weiß alles, sagt immer, Kuli ist gut, Kohl ist besser, sagt sie immer. Nicht? Und die hat ja Ahnung. Sie sagt, also Politiker, sagt sie, sind mir immer am liebsten auf Wahlplakaten. Ja, sagt sie, tragbar, geräuschlos, leicht zu entfernen. Sagt sie so schön zu mir. Fips, sagt sie, ich habe mal eine ganz indiskrete Frage. Mit wem ist eigentlich damals dieser Rainer Barzel gegangen? Ich sag, wieso mit wem? Ja, unser Bundeskanzler hat doch gesagt, mit Rainer Barzel ging einer unserer besten Politiker. Unser Bundeskanzler hat ja auch in Bonn einen Spitznamen, Nat King Cole, und das ist... Und der Bundeskanzler, der war jetzt an der französischen Grenze, ohne Pass, hat der Zöllner gesagt, so kommen Sie hier nicht durch. Hören Sie mal zu, ich bin der Bundeskanzler Helmut Kohl von der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ohne Pass lasse ich Sie nicht durch. Ja, sagt er, wenn Sie irgendwas Typisches machen könnten, dann könnte ich Sie wohl durchlassen. Neulich war der Mario Simmel hier. Nicht? Den haben wir ein Bleistift gegeben, ein Stück Papier, kurz Krimi geschrieben. Das war typisch für den, haben wir ihn durchgelassen. Dann war Uwe Seeler hier, ohne Pass, Ball in die Hand gegeben, hat ein bisschen gekickt, ohne Pass, durch. War typisch für den. War Heino hier, der haben wir eine Gitarre gegeben, hat ein bisschen schwarze Barbara und so. Ne? Hat geklimpert. Das war typisch für den haben wir durchgelassen. Ja, sagt Helmut, ich kann ja nichts, das ist typisch, dann gehen Sie mal durch. Das Schöne daran ist ja, er soll über seine Späße selbst lachen. Und das hat Heinrich Lübbecker damals auch getan. Und er kam ja neulich aus England zurück, von der Maggie Thatcher, ne? Und nicht Fletcher, Margaret Thatcher. Und da hat seine Frau Hannelore gesagt, Helmut, hast du mir ein paar Mix-Pickles mitgebracht? Da tut mir leid, mein Schatz, ich wusste nicht, wie die Dinger auf Englisch heißen müssen. Da gibt es ja die herrliche Geschichte, wie Helmut Kohl in den Himmel kommt. Nicht ganz realistisch. Da sagt Petrus, Sie kommen zu der Müllabfuhr. Sag ich, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, natürlich. Sagt er, was macht denn der Ronald Reagan hier? Sagt er, der ist als Schallbursche hier beschäftigt. Ja, und die Margaret Thatcher, die ist bei den Putzfrauen. Sagt, um Gottes Willen kann man da überhaupt nichts dran ändern. Nicht so lange Franz Josef in der Schreibstube sitzt. Der Strauß, Kinder. Der Strauß hat ja mal gesagt, Herr Bundeskanzler, haben Sie eine Minute Zeit für mich? Sagt der Herr Kollege, für Sie immer. Gut, dann erzählen Sie mir mal alles, was Sie über Politik wissen. So, und Kinder. Zum Beispiel unser Altbundeskanzler, der wurde mal von einem Journalisten gefragt, sagen Sie, Herr Schmidt, warum waren Sie eigentlich nicht auf dem letzten Bundesparteitag der SPD? Sagt er, wenn ich gewusst hätte, dass er der letzte ist, wäre ich bestimmt gekommen. Du. Das ist, ne? In Bonn ist jetzt eine geheime Mitteilung rausgekommen. Wer ein neues Mitglied wird, braucht ein Jahr keinen Beitrag zu bezahlen. Wer zwei neue Mitglieder wird, darf aus der Partei austreten. Wer drei neue Mitglieder wirbt, kriegt eine Bescheinigung, dass er nie bei den Grünen war. Also das ist, guck mal, das ist, ja natürlich, die Grünen, auch ein Thema, die haben in Bonn auch einen Spitznamen, Schnittlauchpartei. Ja, außen Grünen, innen hohl und treten nur gebündelt auf. Also es ist ja... Genau.
Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, der Papst nimmt ja auch an allen Sitzungen der Bonner Ministerrunde teil. Ja, er will sein Versprechen einlösen, immer da zu sein, wo das Elend am größten ist. Und ja, der Papst geht wieder auf Weltreise, er will sogar den Vatikan besuchen. Und ja, der Papst hat mal gesagt, an Jesus kommt keiner vorbei, außer Rummenigge. Und der ist ja, Kinder, es ist ja... Kinder, ich sage es immer, Kinder, unsere Welt ist rund und bunt. Man braucht immer nur voll ins Leben zu greifen, was? So unterhalten sich ein Amerikaner, ein Franzose, ein Deutscher, sagt der Ami, we are in America, wir können unsere Frauen mit beiden Händen um die Taille greifen. Nicht, weil wir so große Hände haben, nein, weil unsere Frauen so schlanke Taillen haben. Sagt der Franzose, nun, Monsieur, wie in Frankreich, bei uns können die Frauen beim Reiten mitlaufen. Nicht, weil wir so kleine Pferde haben, nein, weil unsere Frauen so schöne, schlanke, lange Beine haben. Sagt der Deutsche, alles Käse, was ihr erzählt, wenn wir morgens zur Arbeit gehen, ne, wir klopfen unserer Frau mit der Nackenhand auf den Hintern, ne, dass er richtig wackelt. Und wenn wir wiederkommen, wackelt er immer noch. Ne? Ja, nicht, weil die so einen großen Hintern haben, nein, weil wir so eine kurze Arbeitszeit haben. Kinder. Kinder. Seien wir ehrlich, das ist alles unsere Zeit, Kinder. Und überall wird heute demonstriert. In Frankfurt demonstrieren die immer noch gegen die Startbahn West. In Ost-Berlin können sie so ein Ding gut gebrauchen. Ne? Es ist, ja. Ne? In Ost-Berlin auf der Parteiversammlung der SED, da verkündete Honecker Großhals, meine Freunde, Genossen, soeben sind die Russen auf dem Mars gelandet, ruft einer von hinten, alle? Genau. In Moskau gibt es sogar schon Pornofilme, Lenin ohne Mütze, da ist aber, ja, natürlich, genau. Da sagt in Moskau die eine Frau zur anderen, mein Mann ist im Bett wie Lenin. Sagt sie so treu, aktiv und erfinderungsreich? Nein, so tot, Mensch. Es ist, Kinder. Kennt ihr eigentlich die drei wichtigsten Tagungsordnungspunkte der obersten Sowjets? Erstens, Reintragen des Generalsekretärs und der Präsidiumsmitglieder. Zweitens, Verteilen der Herzschrittmacher und anschließender Sauerstoffgeräte. Drittens, Absingen des Pionierliedes, wir sind die junge Generation. Du weißt es, hä? Kinder! Da treffen sich drei Hunde, ein polnischer, ein russischer und ein deutscher. Sagt der Deutsche, immer wenn ich Bälle, kriege ich Fleisch. Sagt der Polnische, was ist Fleisch? Sagt der Russische, was ist Bällen? Es ist doch, Kinder, ne? Da sagt die eine Polnische ganz zu anderen, du freust dich ja so, ja, ich bin Weihnachten im Westen. Das ist, genau. Kinder. Da sagt ein Engländer zu einem Russen, für Geschäftsreise nehme ich meinen Rolls Royce, zum Einkaufen nehme ich meinen Mini Cooper und ins Ausland nehme ich meinen Jaguar. Sagt der Russe, ich fahre immer Moskvich. Moskvich und zum Einkaufen nehme ich Traktor. So, und warum fahren Sie ins Ausland? Sagt er, nur mit Panzer. Das ist, ne? Scherz, lass nach, Kinder. Nein, Kinder, dafür ist das Leben zu kurz. Also, wie heißt es immer so schön? Lieber in Hamburg frei rumlaufen, als in Hannover an der Leine. Und es ist, Kinder... Es ist... Kinder... Es ist, erzählen, was heute alles passiert. Abtreibung muss schon ins Stammbuch eingetragen werden, als entfernte Verwandte. Ja, das muss man wissen. Die AOK verteilt Rucksäcke für Wandernieren. Ne? Im fernen Orient streiken die Eunuchen, die wollen ihre Sachen wieder haben. Ist doch verrückt, Kinder! Doch teilweise paradox, wisst ihr, was paradox ist, wenn zwei Eunuchen sich in der Sackgasse treffen und anders und einer sagt, ei, ei, wie steht's? Nee, das ist paradox, Kinder. Nee, Kinder, was heute? Hä? Hä?
was heute überall passiert, Kinder. Chemische Reinigung nehmen schon Lebensmittel entgegen. Also was heute überall. Ich hab dir neulich gelesen, einer von der Zugspitze gestürzt. Was ein Quatsch, du bist selbst schuld. Was macht der vorne auf der Lokomotive? Ne? Habt ihr heute Morgen in der Zeitung gelesen? Mitten auf der Reeperbahn hat ein Sarg gestanden, hat die Polizei nicht aufgekriegt, da waren Zuhälter drin. Also nur. Ne? Guck mal, mein Schlachter zum Beispiel, der bindet die Würstchen immer vorne und hinten zu, damit keine Trichinen reinkommen. Also der. Ja, kenne, was heute alles passiert. Schlagersänger, deren Stimme reicht nicht mal fürs Ballett heute, gibt es. Nicht? Die Tänzerinnen beim Fernsehen, die haben alle Abitur, die tanzen in drei Sprachen. Ich meine, was es alles gibt, nicht? Nicht? Wenn heute ein Mädchen schwanger ist, sagt der Doktor nicht mehr, sie kriegen ein Baby. Nein, sie kommen in eine günstigere Steuerklasse. Babys sagen doch nicht als erstes Mama, die sagen doch Bezugsperson. Nicht, das ist, ja, natürlich, da liegen doch zwei Babys in der Klinik. Das eine, ich bin Junge. Glaube ich nicht. Doch, warte, bis die Schwester raus ist. Ich kann es dir zeigen. Kaum ist die Schwester raus, wird der gewählt, sagt, guck, hellblaue Söckchen. Also das ist ja, guck mal. Ne? Da, pass auf, da hat der kleine ein Brüderchen bekommen und da sagt die Lehrerin vor versammelter Klasse, sag mal, wie ist das eigentlich möglich? Dein Vater ist doch schon seit einem Jahr in Amerika, sagt er, ja, aber meiner Mami schreibt ja jede Woche, ruft einer von hinten, der muss aber Langfüller haben. Genau. Eine junge Frau trifft einen jungen Mann und sagt, aber Herbert, warum grüßt du mich denn nicht? Wieso, warum sollte ich grüßen? Ich bin doch deine Mutter. Du bist meine Mutter? Ja, ich habe mich liften lassen, ich habe mich verjüngen lassen. Ich bin nicht mehr 60, ich bin jetzt 30. Also Sohn, wer ist der kleine Junge an deiner Hand? Das ist Vater, den haben sie versaut. Genau. Es ist unsere Zeit, weißt? Für manche Leute beginnt die Einbalsamierung doch schon zu leben, wenn wir ehrlich sind. Das nennt man Kosmetik und das, ja, Kinder. Für manche Leute ist ein Sarg eine Anschaffung fürs ganze Leben und das ist. Wisst ihr, was alternatives Sterben ist? Sein eigenes Grab schaufeln. Guck mal, das ist alles ein bisschen. Das ist ein heißes Thema, ne? Wie sich zwei Cowboys treffen, sagt einer, wie geht's deiner Familie? Sagt er, gut. Und Opa ist tot. Wie rum? Der stand immer so rum, da haben wir ihn umgelegt. Also es ist ja, Kinder. Ist doch zauberhaft. Wie der Chirurg nach der Operation sagt, mein lieber Freund, ich habe eine gute, eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? Na, die schlechte. Bedauerlicherweise, wir haben Ihr gesundes Bein amputiert. Sagt, um Gottes Willen. Und die gute? Ja, Ihr krankes Bein kann geheilt werden. Es ist ja. Ne? Wie der Delinquent zum Henker sagt, dieser Föhn bereitet mir wahnsinnige Kopfschmerzen, sagt der Henker, gegen den Föhn kann ich nichts machen, aber gegen ihre Kopfschmerzen, da habe ich. Ne? Da sagt der eine, wie groß sind Sie? Sagt er, 1,78. Wie schwer sind Sie? 75 Kilo. Sagt er, aber Doktor, das steht doch alles in meiner Kartei. Sagt er, ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schreiner. Also es ist ja. Ja? Ich sage, Kinder, das ist Humor, schwärzer als meine Füße. Oder denk zum Beispiel an die Geschichte. Treffen sich zwei Seeleute, sagt der eine, wie geht's? Sagt er, so schlecht, ich habe meine Hand verloren. Sagt er, ja, ich sehe das. Das ist ja grausam. Wie ist passiert? Sagt er, Arbeitsunfall am Schiff. Du. Aber du siehst, dufte Prothese, du. Sauber gearbeitet, Scharnier dran, weißt du. Vorne so ein Fleischerhaken, kann wunderbar wieder zupacken, bin voll im Einsatz. Ein Jahr später treffen sich die wieder, da humpelt er. Sagt er, wie geht's? Sagt er, schlecht, ich habe ein Bein verloren. Ja, ich sehe das. Wie ist passiert? Sagt er, Arbeitsunfall auf dem Schiff. So schlimm, du. Aber dufte Prothese, Mahagoni gearbeitet, du. Goldene Scharniere, du. Bin wunderbar wieder jetzt. Bin richtig, also ein Jahr später treffen sie wieder. Da trägt er hier so eine schwarze Augenbinde. Sagt er, um Gottes Willen, hast du ein Auge verloren? Sagt er, ja. Sagt er, wie ist passiert? Arbeitsunfall auf dem Schiff? Sagt er, nee, hat mir eine Möwe reingeschissen. Sagt er, doch, verliert mein Auge? Sagt er, nee, ich wollte das rauswischen, hab die verkehrte Hand genommen. Kinder! Ne?
Da sagt doch einer zu seinem Hausarzt, wissen Sie, Herr Doktor, ich bin voll überarbeitet, gestresst, ich zitter am ganzen Körper, wissen Sie. Ich krieg keine Nacht mehr ein Auge zu, immer wenn ich abends schlafen gehen will, dann muss das Bett gucken, liegt da ein Krokodil, nicht? Und dann krieg ich kein Auge, ich bin vollkommen flattig. Warte, passen Sie mal auf, das kenne ich, das sind Halluzinationen. Ich gebe Ihnen mal ein Medikament, wollen Sie mal sehen, nach 14 Tagen ist das weg. Der kommt nach 14 Tagen wieder, tiefe Ränder in den Augen. Ich sage, Doktor, ich werde jeden Abend muss ich unter das Bett gucken, liegt da ein Krokodil. Ich kann nicht einschlafen, ich kriege keine, ich bin vollkommen am Boden. Also ich bin sowas von. Pass auf, wir verdoppeln mal die Dosis und eine Bitte, nicht mehr an das Krokodil denken. Das ist so wichtig, nicht mehr, dann geht das schon alles weg. Ne? Na ja, es vergehen 4-6 Wochen, der Doktor macht mal Hausbesuche, kommt an das Haus, ja, kannst den Patienten dann immer besuchen, glaube ich. Ne? Wie es ihm geht, trifft auf dem Flur, da die Nachbarin, die sagt, ach, Sie wollen zu Herrn Lerchenmeier, nicht? Der ist doch schon 14 Tage tot. Ja, sagt er, woran ist der denn gestorben? Ja, den hat ein Krokodil gefressen. Kinder, ne? Es ist immer noch ein bisschen schwarz, wisst? Wie der eine zu seinem Arzt kommt und sagt, Doktor, ich möchte gerne Ostfriese werden. Ist das möglich? Ja, also das ist nur eine Bedingung, da muss ich Ihnen also 50% Ihres Gehirns wegoperieren. Brauche Ihre Unterschrift, alles genehmigt, die Operation läuft, nicht? Der wacht aus der Narkose auf, nicht? Sagt der Doktor, ich muss Ihnen eine bedauerliche Mitteilung machen. Wir haben ihn nicht 50%, sondern 90% ist Gehirns wegoperiert. Sagt er, oh mein, das macht voll gar nichts. Kinder, hä? Ich habe mir sagen lassen, die Ostfriesen gehen ja alle so krumm, weil früher die Bayern auf ihnen zur Arbeit geritten sind. Und, da sitzen zwei Ostfriesen vor der Waschmaschine. Sagt der eine, hat das Spiel schon angefangen? Nein, sie waschen noch die Trikots. Wisst ihr, Kinder? Wisst ihr, warum die Ostfriesen immer nur eine Halbzeit Fußball spielen? Weil sie nicht wissen, wie man das Spielfeld umdreht. Wenn die Ostfriesen Schweißfüße haben, geben sie ja zwei Krankenscheine ab. Also ehrlich, das machen die. Sagt der eine zum anderen, du, die Straßenbahn muss gleich kommen. Sagt er, woher weißt du das? Ja, die Schienen liegen doch schon. Also das ist ja... ja. Ne? Da lehnen zwei Ostfriesen über so ein Brückengeländer und gucken unten in die Elbe. Nach einer halben Stunde sagt der eine, du, jetzt lass mich mal in die Mitte. Also es ist ja... Kinder... Ich komme neulich in Ostfriesland an ein Lokal und sage zum Kellner, ich möchte gerne etwas essen. Sagt er, tut mir leid, meine Herren, die Mülleimer werden jetzt in einer Stunde rausgestellt. Es ist ja... Da wollten mal aus der Disco oben in Ostfriesland dabei, Aurich, da wollten zwei Ostfriesen in der kalten Jahreszeit, du bei Eis und Schnee nach Hause fahren mit dem Moped. Und da sagt der Vordermann, der Fahrer, pass mal auf, damit du dich nicht verkühlst, da ziehst du deinen Mantel eine verkehrt rum an, knöpfst ihn hinten zu. Ne? Na, gemacht, getan, die fahren los, in der nächsten Kurve saust er voll in Schnee. Nach 5 Minuten merkt er das, dreht um, merkt, dass sein Sozius nicht mehr da ist. Da stellt er eine Traube von Menschen, der sagt zu einem Ostfriesen, was denn hier passiert, ist der tot? Ja, der ist weggeblieben, der ist über den Jordan. Ne? Ja, der ist nicht mehr. Ne? Im Anfang sah es gut aus, da hat er noch geröchelt. Ne? Aber dann haben wir gesehen, dass sein Gesicht nach hinten zeigte und da haben wir den Kopf rumgedreht. Ne? Und dabei ist er weggeblieben. Ne? Kinder. Kinder. Zauberhaft, Kinder, zauberhafte Geschichte. Denkt an die beiden Ostfriesen, die in ein Schuhgeschäft gehen. Und die sagen zum Verkäufer, sagen Sie, was kostet bei Ihnen hier eigentlich so ein paar Krokoschuhe? Krokodil. 300 Mark. Oh, das ist eine Sauer, nicht? Du, dafür wollen wir lieber unten nach Afrika annähen und fangen uns selbst so ein paar Dinger, weißt du, ein paar Krokodile, ne? Das ist ja weitaus billiger. Na, die fahren nach Afrika, sitzen am Nil, fischen ein Krokodil nach dem anderen raus, ne? 20 Stück haben sie schon oben, ne? Sagt der eine zum anderen, du, eins fangen wir noch, wenn das wieder keine Schuhe anhat, dann fahren wir nach Hause. Du. Ja.
Ich sage immer wieder, das ist einfach unsere Zeit. Ihr merkt, ich habe wieder voll ins Leben gegriffen und es passieren einfach diese Sachen, Kinder. Wie ich neulich noch beim HSV war, es war mal wieder knackig voll, weißt du? Ich stand so unter 16.000, weißt du, in der Westkurve oben. Und plötzlich fängt das an zu kneifen. Kennt ihr das Gefühl? Ich sag zu meinem Nachbarn, lassen Sie mich schnell mal durch. Ich sag, da gibt's keine Toiletten. Ich sag, natürlich steht doch da dran 0-0. Sagt er, nein, das ist das Halbzeitergebnis. Sagt er, aber wenn Sie das wirklich nicht mehr halten können, dann machen Sie einfach Ihren Vordermann in die Tasche. Ich sag, wenn der das merkt, sagt er, wieso haben Sie denn das gemerkt? Freunde, Freunde, ich muss es euch ganz offen und ehrlich sagen, ihr wart heute Abend wirklich entzückend zu mir. Ich möchte jetzt, wenn ich ein Glas hätte, hat jemand ein Glas für mich? Volles. Nein, Freunde, ich möchte jetzt das Glas erheben und ich möchte euch bitten, das Lokal auf mein Wohl zu leeren. Ich mache jetzt etwas, was Politiker auch hin und wieder mal tun sollten. Ich trete zurück, ich subtrahiere. Erwischt du was bis vorgestern? Au Repertoire, auf Wieder, bye bye und tschüss.